herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele junge Menschen den Weg hierher gefunden haben. Heute wird den offiziellen OB-Kandidatinnen ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Ich bin Marco, ich bin vom Stadtjugendring Kehl. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, Stadtjugendring Kehl, hä? Also wir sind für Jugendkultur zuständig für alle jungen Menschen in Kehl. Und wir suchen ganz dringend euch, wenn ihr geile Ideen habt, wenn ihr gerne Projekte machen wollt und dafür Unterstützung braucht, sei es organisatorisch oder sei es einfach auch mit ein bisschen Geld, meldet euch bei uns, Stadtjugendring Kehl. Ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns im Internet. Ihr müsst euch einfach nur diesen schwierigen Namen merken, Stadtjugendring Kehl. Wie ihr wisst, haben wir viele Fragen auf euren Schulhöfen eingesammelt und die werden heute zum Teil an die Kandidatinnen gestellt. Ich möchte mich, eine wichtige Sache noch, ein Grund, warum ihr bestimmt auch gekommen seid, Pizza und Getränke. Ja, okay. Also macht euch keine Sorgen, ihr bekommt Pizza und Getränke zur Belohnung. Nach der Veranstaltung kriegt ihr am Ausgang jeweils einen Gutschein für Pizza und Getränke und die werden dann draußen verteilt. Okay? Aber so lange müsst ihr auf dem Hot Seat dann noch ein wenig schmoren. Die Fragen werden jetzt nicht gestellt, kleiner Mann. Vielleicht nachher, wenn die Kandidaten dran sind, dann darfst du deine Frage stellen. Jetzt möchte ich übergeben an Felix. Applaus für Felix. Dankeschön. Kurz gesagt, Marco, Sporen ist das Stichwort. Wir möchten ganz gerne heute drei Personen etwas Löcher auf den Zahn führen. Drei Kandidaten für die Wahl in Kehl. Es gibt einen Wind of Change, würde ich sagen. Es gibt ganz sicher eine neue Bürgermeisterin, die gewählt werden wird, weil der bisherige Bürgermeister nicht mehr antritt. Und ich hoffe, dass ihr heute mit dabei seid, uns Fragen vorschlagt. Erklären euch gleich, wie ihr das machen könnt und es auch zu eurem Event macht, die Chance nutzt. Im ersten Teil und nachher auch dann beim zweiten Teil in den Gesprächen und natürlich hier vom Podium nochmal einfach eure Themen auch anbringt, die Chance nutzt, die drei Personen heute hier zu haben und auf sie zugeht und ihnen sagt, was euch steht, was euch nicht gefällt, was eure Wünsche sind, was ihr besser sein könntet. Es gibt mit Sicherheit sehr viel, was ihr besser sein könntet und diese Fragen möchten wir gemeinsam heute unseren Gästen stellen. Mein Name ist Felix, ich bin seit 9 Jahren hier in Kehl, wohne hier und ich mag diese Stadt sehr, stelle aber auch fest, dass die Stadt nicht von allen gemocht wird, deswegen auch eine Möglichkeit, da mehr rauszuholen. Und ich bin Musiker in meinem Berufsleben und bin für ein Demokratieprojekt gemeinsam stark Ortenau verantwortlich. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen dreien und mit euch gemeinsam das Event veranstalten zu können. Zum Ablauf, wir starten einen Personality-Check, das heißt, wir möchten von Ihnen drei wissen, wie Sie ticken, wer Sie sind. Kurzweilig mit kurzen Fragen und sehr kurzen, präzisen Antworten. Wie Marco gesagt hat, ihr habt bereits Fragen vorgeschlagen und Themen vorgeschlagen, Schulhof, Fragen, die wir hier weiterreichen. Wir begrüßen aus dem Jugendgemeinderat zwei Gäste, die uns hier die aufs Podium kommen, die uns gemeinsam diskutieren und auch an Sie Fragen stellen. Und bevor wir am Glücksrad nachher drehen, zwischen Herrn Wuttke und Frau Bippes, dürft ihr die Fragen uns schicken per WhatsApp. Wir werden hier die besten filtern und hier oben dann eben eure Fragenvorschläge in die Runde reinstellen. Wie könnt ihr diese Fragen stellen? Es gibt QR-Codes, die kleben auf dem Boden neben euch. Wenn ihr die scannt, habt ihr direkt einfach den Weg zum Stellen der Frage auf WhatsApp, der Nummer. Ich glaube, hier oben gibt es auch gleich noch einen Code, auf dem man... Und Stühle. Also Stühle und Boden einfach scannen, dann könnt ihr Fragen vorschlagen, Fragen einreichen, die nachher gefiltert werden. Fragen stellen lohnt sich. Es gibt nämlich, ihr seht es auch bei mir hier, ein T-Shirt Kehl meine Heimat. Wir haben hier drei Shirts dabei, auf denen Kehl meine Heimat steht und die Skyline von Kehl zu sehen ist, die sehr schön ist. Die besten Fragen kommen in den Lostopf und dann gibt es noch zwei T-Shirts für euch zu gewinnen heute, die wir auch heute noch direkt im Talk raushauen werden. Ich komme zu Ihnen, drehe mich nach rechts. Neben Ihrem Stuhl sehen Sie eine grüne und eine rote Karte.
Das sind keine Parteienkarten für Grün und Rot. Das sind Karten, mit denen Sie sich melden können und sagen, finde ich top, finde ich gar nicht top. Und zum Warmwerden gleich die erste Runde. Sind Sie noch nervös vor so einem Talk? Grün nicht nervös, Rot sehr nervös. Bitte schön. Also, Herr Wuttke, der Ehrlichste in der Runde. Sind Sie sicher, die Wahl zu gewinnen? Grün, yes. Rot, nicht ganz. Okay, interessant. Und letzte Frage zum Warm-up mit den beiden Karten. Haben Sie selbst schon gewählt? Gewählt. Gewählt. Ritual gemacht. Sie dürfen nicht wählen, Frau Bebes. Der Einzige in der Runde, der Rot zeigen muss, unbedingt. Okay, also. Bereits gewählt, Herr Britz und Herr Wuttke noch nicht. Auch ihr dürft wählen, nicht vergessen, Briefwahl oder am 6. Februar wählen gehen. Wie gesagt, Karten gerne einsetzen, wenn Sie nutzen möchten, die Chance zu sagen, was die andere Person gerade gesagt hat. Finde ich gar nicht gut, ist nicht mein Ding. Personality Check, wir möchten Sie gerne kennenlernen und starten gleich durch. Im Alphabet wäre Frau Bippes die erste. Frau Bippes. Beziehungsweise, wir starten mit einer Frage, bevor ich zu schnell bin, bei der Sie sich kurz vorstellen. Frau Bippes, Sie dürfen starten. Wer sind Sie und wo kommen Sie her? Kurz und kompakt, ein, zwei Sätze. Ja, ich bin Annemone Bippes, ich komme ursprünglich aus Aachen, bin 49 Jahre alt, lebe jetzt aber in Baden-Baden, bin verheiratet, habe drei Kinder und bin Unternehmerin. Herr Britz. Wolfram Britz, ich bin 53 Jahre alt, ich lebe seit 53 Jahren hier in meiner Heimat Kehl in meinen Ortschaften. Was wollten Sie noch wissen? Was Ihnen wichtig erscheint? Was mir wichtig erscheint, ist, dass für diese Stadt etwas in Bewegung kommt, was wir brauchen, nämlich dass wir wieder mehr miteinander, füreinander da sind und gemeinsam Projekte rocken, so wie das heute hier. Wunderbar, Herr Wuttke, bitteschön. Ja, hallo, Thomas Wuttke, 44 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, geboren in Köln. Seit 2,5 Jahren hier in Kehl und habe in den 2,5 Jahren auch Kehl schätzen und lieben gelernt. Deswegen auch die Bewerbung, weil ich gerne Kehl weiterentwickeln möchte, dafür auch einige Ideen beisteuern kann und die gerne mit euch zusammen voll entwickeln würde. Das zum ersten Eindruck für euch, wer vor euch sitzt. Wir machen gleich weiter. Frau Bippes, der schönste Ort in Kehl, auf diese Fragen maximal ein Satz oder auch ein Wort. Bitte, der schönste Ort in Kiel. Ich finde den Rhein. Also ich habe vorher mal in Mainz gelebt und da bin ich schon gerne am Rheinhaufen runter spazieren gegangen und ich finde einfach, das hat so einen Urlaubsflair. Gefällt mir. Herr Britz, die größte Baustelle in Kiel, ein Satz. Die Verkehrslenkung in Kiel, die größte Baustelle. Herr Wuttke, Ihr letztes Konzert. Mein letztes Konzert war im Kulturhaus. Jetzt muss ich überlegen, wie zwei. Vielleicht kommt es nachher noch, Frau Bebes, Ihr Lieblingsfach in der Schule. Mein Lieblingsfach in der Schule? Lieblingsfach. Sport. Sport. Ja. Herr Britz, Ihr schwächstes Fach in der Schule. Chemie und Physik. Gleich zwei. Erlaubt. Herr Wuttke, wer oder was ist Capital Bra? Rapper, oder? Okay, der Ergänzung aus der Runde. Wer ist Capital Bra? Auch genannt Kappi, der erfolgreichste Interpret mit den meisten Chartplatzierungen im Nummer 1 Bereich in Deutschland, sollte man kennen, wenn man hier am Talk teilnimmt. Kennen Sie einen oder feiern Sie einen Influencer, also einen Instagrammer, Instagrammerin, TikTokerin oder eine YouTuberin? Ja, aktuell feiere ich natürlich meinen Instagram-Kanal und die da alle draufgehen. Ja, und wenn ich dann wirklich als Influencer durchgehe in Zukunft, als OB hier in Kehl, dann wäre das natürlich fantastisch. Also, Instagram, Wolfram Britz, könnt ihr alle liken. Gleich checken. Frau Bippes, die heißeste Playlist auf Spotify. Oh, da bin ich ganz schlecht, weil ich habe noch nie die Interpreten gekannt. Ich höre einfach, was mir gefällt, was ich im Radio höre. Also ich habe nicht immer selber Spotify. Herr Wuttke, Pizza oder Döner, vegetarisch oder mit Fleisch? Alles nach Stimmung. Tatsächlich. Herr Britz, Ihr Lieblingsdrink? Campari Orange. Ihre Lieblings
Serie, Frau Wippes? Da bin ich auch nicht so firm. Also eine Zeit lang gab es mal die The Crown, das habe ich gerne geguckt, aber ansonsten komme ich nicht wirklich zum Fernsehschauen. Netflix-Abo, ich habe geschlossen. Braucht man nicht. Nee. Herr Wuttke, welches Auto fahren Sie? Oh. Also wir haben einen alten Renault Espace und den haben wir eigentlich, weil wir nicht Auto fahren. Ich fahre Fahrrad. Herr Prinz, Hand aufs Herz, würden Sie für den Klimaschutz Ihr Auto verkaufen? Ehrliche Antwort. Ja. Wir werden es beobachten. Frau Wippes, ich habe es nicht verstanden. Wir werden es beobachten, ob Sie das eines Tages, wenn das... Wenn ich nur noch im Kegel unterwegs bin, ist es kein Problem mehr. Okay. Als OB ist man aber nicht nur im Kegel unterwegs. Aber da gibt es öffentliche Verkehrsmittel, wo man die wichtigen Punkte erreicht. Alles klar. Frau Wippes, was verdient eine Bürgermeisterin in Kiel im Monat? Fragen Sie mich jetzt was? Ich glaube... Das wird Ihr zukünftiger Job vielleicht? Ja. Da würde ich mich vorher erkundigen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt kein Geld verdiene. Insofern, ich glaube an die 10.000, 11.000 Euro. In Kiel? Sie beschätzen den Job in Kiel. Also ich glaube nicht die Arbeit, aber das Gehalt, das ist ja Stufe B5 oder B6, das wären um die 8.000 Euro. Ja, dann haben Sie aber noch Aufsichtsratkosten und dann kriegen Sie noch eine Zulage und dann kommen Sie auf den... Ohne Zulagen. Aber okay, das ist ja vielleicht für Sie jetzt enttäuschend, dass es weniger als 10.000 sind, aber... Ich wollte es gesagt haben. Herr Wuttke, können Sie sich in zwei Sätzen auf Französisch vorstellen? Pouvez-vous vous présenter en deux phrases en français, s'il vous plaît? Je m'appelle Thomas Wuttke, je suis premier adjoint de la maire de Kiel. Nee, premier adjoint de Kiel. Merci pour cette présentation. Herr Britz, could you please introduce yourself in English to the audience in two sentences? Hi guys, my name is Wolfram Britz. I'm here to present you my theory to change Kiel. Thank you very much. Welche Sprache kommt jetzt? Frau Wippes, Sie dürfen Ihre größte Jugend Sünde erzählen. Oh, meine größte... soll ich das erzählen? Wenn Sie möchten. Also ich hatte sehr strenge Eltern und ich musste wirklich Punkt 10 zu Hause sein, als ich 16 war, 17 war. Und dann war ich zu Hause und dann bin ich unten zum Fenster wieder ausgestiegen. Zum Beispiel. Ich glaube, meine Eltern haben das gemerkt, aber sie haben nie was gesagt. Herr Wuttke, in welchem Thema sind Sie sich mit den anderen Kandidaten am wenigsten einig? Ein Satz. Die Aufstellung der zukünftigen Stadtspitze. Okay, mal so ganz kurz komplett die Runde mit der Frage. Zum Schluss, Thema, Frau Pippes, wo ist der größte Unterschied zwischen Ihnen und Herrn Britz und Herrn Wuttke? Ja, ich bin eine Frau, ne? Okay. Der größte Unterschied, ich bin keine Frau, zu Frau Wippes, aber ich glaube, der größte Unterschied ist, dass ich die Stadt kenne, von Grund auf, von Kind an, und genau weiß, was diese Stadt an Problemen hat, aber auch was sie an Vorzügen hat, und die Vorzüge gibt es viel mehr zu beleuchten. Vielen Dank für den Personality-Check. Ich hoffe, ihr wisst ein bisschen besser, wer vor euch sitzt und welche Playlists gehört werden, und was von Capital Bra weiß. Wie ich gesagt habe, auch Marco hat es erwähnt, es wurde ganz fleißig vom Stadtjugendring-Team auf euren Schulhöfen von euch über Post-its abgefragt, was ihr an Kiel gut findet und was ihr an Kiel nicht gut findet. Wir haben drei Fragen rausgesucht, die am meisten mit Post-its eben benannt wurden und möchten sie gerne im ersten Durchlauf mit Ihnen besprechen. Sie bekommen eine Minute Zeit für die Antwort. Und wenn Sie die Karten noch zwischendurch einsetzen möchten, tun Sie es gerne. Ich fange bei Herrn Pitz an mit der ersten Frage. In Kiel shoppen ist für viele Jugendliche unattraktiv. Auf einem Post-it stand, Kiel ist tot. Es gibt zum Beispiel viele Tabakshops. H&M hat sich verabschiedet. Wie wollen Sie den Einkaufsstandort Kiel für junge Menschen attraktiver machen? Eine Minute. Läuft die Uhr auch mit oder nur hier? Okay, also ich versuch's, ich sehe sie nicht, danke.
Also Einkaufsstandort Kehl ist abhängig davon, was wir auch hier als Angebot überhaupt haben. H&M hat sich verabschiedet, ja. Das liegt da wahrscheinlich nicht nur an der Wirtschaftskrise, sondern es liegt auch an dem Kaufverhalten. Es geht immer mehr ins Online-Geschäft. Und meiner Meinung nach muss es möglich sein, für junge Menschen auch hier die Ware zu kriegen, die sie wollen. Also das fängt an bei den Schreibwaren für die Schule. Da haben wir jetzt einen Zuzug von Müller. Ich glaube, das ist für diesen Bereich schon mal ganz gut. Aber wir haben ein Sportgeschäft und da man die Schuhe halt sofort braucht und kriegt man sie nicht, ja, da muss man warten. Also der Einzelhandel muss sich anpassen. Schon fertig? Nein, Entschuldigung. Der Einzelhandel muss Angebote kreieren und die Nachfrage muss von der Jugend kommen. Die Kommune selber kann vielleicht auch Räume anbieten oder eigene Geschäfte und sagen, wir bieten hier eine Chance. Ja, und dann liegt es an den Geschäftsinhabern, was sie damit tun. Ja, und die Jugend kriegt ja nicht alles. Deshalb waren dann viele auch nach Offenburg oder Aachen. Aber die Stadt kann es nicht alleine rocken. Ich mache noch eine kurze Zwischenfrage, bevor ich weitergehe. Finden Sie, dass Kehl ausreichend gute Geschäfte hat? Grün heißt ja und rot heißt nein. Ich würde mal sagen ja. Beides. Herr Wuttke, bei Ihnen die rote Karte. Bitte eine Minute gerne begründen, was sich ändern müsste und wie Sie auch für junge Menschen, die in andere Städte einkaufen gehen, was sehr schade ist, das zukünftig interessanter hinbekommen möchten. Also, die Betonung liegt auf ausreichend. Ne? Wir haben zwar gute Geschäfte, aber das reicht einfach nicht aus im Moment. Und da müssen wir drauf aufsetzen. Ich sehe im Moment kein sehr jugendliches Sortiment. Gerade die guten Einzelhändler, die noch da sind, konzentrieren sich eher auf ältere Kundschaft. Und da denke ich, müssen wir wieder ein jugendliches Sortiment kriegen. Also da brauchen wir zum einen, was so ein bisschen ja in der Entwicklung ist, tatsächlich auch neue Angebote bei den Restaurationen, also bei den, ich komme gar nicht drauf, fürchterlich. Gastronomie, Dankeschön. Bei der Gastronomie irgendwas, wo auch wirklich die Jüngeren gerne hingehen, sich treffen, also jünger als die Studenten, die ins El Bolero gehen. Und dann brauchen wir einfach auch Geschäfte, wo die Jungen gerne reingehen. Wo das Angebot vom Preisniveau so ist, dass ihr es euch leisten könnt und wo einfach auch die Sachen angeboten sind, werden, die ihr haben wollt. Und das ist im Moment, muss man ehrlich sein, einfach nicht drin in Kehl. Und da müssen wir einen Weg finden, das wieder zu bringen. Frau Wippes, die Frage auch an Sie mit der Präzisierung, welches Geschäft würden Sie sich persönlich wünschen? Was könnte jetzt H&M, welches ein Geschäft sein, was hier in Kehl gut reinpasst und auch für junge Menschen gut passt? Ja, H&M. Wie heißt es, wo meine Kinder gerne hingehen? Wo sie eigentlich sagen, sollten sie nicht mehr hingehen, weil das nicht nachhaltig ist. Jetzt komme ich selber gerade nicht auf den Namen. Primark. Genau, danke. Ja, Primark. Also da gehen meine Töchter gerne einkaufen, weil das natürlich, klar, es ist bezahlbar. Das ist, da gibt es Klamotten, die halt in sind, aber gleichzeitig sagen sie, es ist nicht gut, da einkaufen zu gehen und nehmen sich vor, sie machen es nicht mehr und dann machen sie es natürlich doch wieder. Also das wäre natürlich, das würde natürlich ein bisschen Leben in die Stadt bringen, wenn das da wäre. Also ich werde mich dagegen wehren, oder das, soweit ich kann, dass ich wegwerfe, auch nachhaltig, Primark und H&M auch. Mir ist lieber, wir haben andere Geschäfte, die nachhaltige Kleidung anbieten, so wie Patagonia oder sowas, wo man lebenslange Wertschätzung davon hat. Also von daher, es braucht einen gewissen Qualitätsstandard und dann werden Menschen auch kommen. Also Nachhaltigkeit auch in diesem Kleidersektor ist mir wichtig. Und ich weiß das selber von meinen Kindern, dass die am Anfang auch dieses Bulimie kaufen hatten und es dann ganz schnell wieder weggeworfen haben. Aber ich finde, es ist viel, viel wichtiger, nachhaltige Kleidung zu kriegen und Patagonia schön zum Beispiel. Nachhaltig versus billiger und ja, erschwinglicher für junge Menschen. Bevor Frau Wippes nochmal antworten darf, an euch die Aufforderung, WhatsApp nutzen, wenn ihr nochmal was sagen wollt, was loswerden wollt, welches Geschäft euch persönlich gut gefallen würde, was ihr erwarten würdet von diesen drei Personen oder von der Person, die zukünftig Bürgermeisterin ist, schreibt es uns.
Frau Bippes, nochmal Ihre rote Karte. Ja, ich kann es ja verstehen, das kann auch nachhaltig sein sollen, ist wichtig, aber es muss natürlich auch bezahlbar sein. Und wenn man an die Geldbeutel der Jugendlichen denkt, dann weiß ich nicht, ob die in den großen Boutiquen einkaufen gehen. Also man kann auch Primark, kann sich dahin entwickeln, dass es nachhaltiger ist. Da gibt es Zertifikate, da gibt es Ökotex und so weiter. Also die Textilunternehmen gehen auch diesen Weg, weil sie eigentlich keine andere Chance haben. Wir nehmen die Frage noch mit nachher auch für die Jugendgemeinderäte, die hier hochkommen werden. Würde mich auch interessieren, was die sagen würden, weil einfach Primark auch sehr beliebt ist bei jungen Menschen, aber ich auch weiß, dass einer der beiden bei Fridays for Future sehr aktiv ist. Bin mal gespannt, was dazu kommt. Herr Wuttke, noch von Ihnen eine kurze Ergänzung, weil die anderen jetzt ein bisschen näher gesprochen haben zum Thema, aber das geben Sie auch okay. Ich glaube, es ist okay. Ja. Okay, gut. Frage Nummer zwei, die aus den Schulhoffragen eben ganz viel Wichtigkeit hatte. Laut den jungen Menschen gibt es in Kiel viel Diskriminierung, Rassismus, Homophobie. Was möchten Sie tun, um Kiel offener und toleranter werden zu lassen? Herr Wuttke, Sie dürfen starten. Ja, also da vor allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. Also das ist wirklich auch auf die Randgruppen zugehen, die da diskriminiert werden und einfach zeigen, dass es da nichts zu diskriminieren gibt, dass das auch Menschen sind, die ganz normal wie alle anderen das Lebensrecht haben, sich zu verwirklichen, so wie sie es gerne hätten, und da eben auch für zu stehen als Oberbürgermeister und die halt mit dazu zu nehmen, mit denen sich darzustellen, mit denen zu reden, mit denen zu leben. Dann natürlich die Aufklärungsarbeit einfach weiter fortsetzen. Also die Menschen zusammenbringen, weil Menschen, die miteinander reden, die was Tolles zusammen machen, die wissen sich einfach nicht. Ne? Also ja, das ist einfach die anderen kennenlernen und merken, das sind auch ganz normale Leute. Ich glaube, das können wir auch ganz gut mit der städtischen Jugendarbeit schon und sollten da auch, denke ich, die Kirchen, also die Glaubensgemeinschaften mit einbeziehen. Da ist ja auch ein großes Diskriminierungspotenzial und dann kriegen wir das auch hin. Kurze Rückfrage, wenn Sie von sogenannten Randgruppen sprechen, auf die man zugehen könnte, welche fällt mir als erstes ein? Welche Gruppe? Dass es ein bisschen konkreter wird. Also eine große Herausforderung, die wieder auf uns zukommt, sind wieder Migranten. Das ist sicherlich eine, wo wir ganz aktiv drauf zugehen müssen. Wir müssen denen Hilfsangebote machen, um sich gut zu integrieren. Und andererseits auch klar machen, dass wir auch eine gewisse Integration erwarten, damit es richtig gut funktioniert. Da ist zum Beispiel Zeit zu investieren. Ja. Herr Britz, Rassismus in Kiel, was muss getan werden? Wir haben ja die Kampagne Kiel ist bunt und tolerant, ja, die gibt es ja eigentlich, sie wird noch nicht wirklich gelebt. Es reicht nicht, wenn man ein Schild raushängt. Also wir haben das damals, wo der AfD-Parteitag hier war in der Stadthalle, haben wir eigentlich genau diese Kampagne losgetreten, am Rathaus hinten auf schönen Banner, und das gilt es mit Leben zu füllen. Also es gibt die Kampagne Kiel ist bunt und tolerant, um die wieder einzuführen und als Marke auch für Kiel wirklich zu leben. Also das ist so wirklich das, warum ich glaube, auch das Motto gemeinsam füreinander Zukunft gestalten, das Füreinander steht da wirklich im Mittelpunkt. Und mit solchen Kampagnen kann man Aufklärung betreiben, selbstverständlich in den Schulen, in den Jugendorganisationen, überall. Und es muss zum Thema werden. Sie haben nicht gedrückt auf die Minute. Mein Versehen. Dann habe ich jetzt Zeit. Ja. Also von daher, ich glaube wirklich, wir haben eine gute Basis, wir haben die ganzen Gruppen, die Flüchtlingshelfer und so weiter, also von daher Migration ist ein großes Thema. Wir sind eine Bundesstadt mit über 120 Nationen, und das Zusammenleben zu fördern zwischen Religionen natürlich auch, also sämtliche Glaubensgemeinschaften, und eben zwischen den Migranten, das kriegen wir gut hin. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die ausgegrenzt sind, obwohl sie nicht Migranten sind, und die vergessen wir manchmal. Das kann Einsamkeit sein, das ist auch ein Thema, was mir wichtig und am Herzen liegt. Wenn es um Rassismus geht, würde ich gerne mal den Vergleich wagen mit dem Blick nach Offenburg, unsere Nachbarstadt. Meinen Sie, es gibt in Kiel mehr Rassismus als in Offenburg? Nach Feeling rote Karte, mehr Rassismus in Kiel, grüne Karte, mehr Rassismus in Offenburg. Wie schätzen Sie es ein? Die Frage zieht darauf ab, ob wir in Kiel ein besonderes Problem damit haben. Nach Ihrer Einschätzung würde ich gerne wissen. Frau Pippes meint ja. Herr Britz und Herr Wuttke, genau. Besonders heißt aber nur, dass wir
ziemlich stark extrem sind und Rassismus betreiben, sondern wir haben ein Problem, da es dies, aber nicht besonders mehr wie in anderen Kommunen. Rassismus ist ein Thema in der ganzen Republik. Ich würde nehmen, dass es sehr kontrovers war. Es gab viele Postings eben, die das die zeigen, dass man es negativ wahrnimmt, aber es gab auch junge Menschen, die sagen, wir haben da bisher nichts von wahrgenommen und es ist sehr divers und kontrovers. Ich würde Ihnen gerne, bevor wir zu Frau Wippers kommen mit der gleichen Frage, ein paar Antworten vorlesen aus Fragebögen, die ich mit jungen Leuten im letzten Sommer in Kiel habe rumgehen lassen. Wir wollten von jungen Menschen wissen, wie sie Rassismus in der Schule und im Alltag wahrnehmen. Es haben ca. 200 Personen daran teilgenommen. Hier ein paar Ausschnitte. Ist Rassismus ein Problem in Deutschland? Es werden ja immer noch Juden und die Dunkelhäutigen oder die vom Nahen Osten kommen, diskriminiert, beleidigt etc. Zum Problem in Kiel. Es kommt von beiden Seiten. Ausländer sagen scheiß Deutsche. Und viele ältere Deutsche sind halt rassistisch gegenüber Ausländern. Und darunter müssen alle hier leiden. Ja, weil sie denken, dass wenn man nicht hier geboren ist, man nicht dieselben Rechte wie sie haben sollte. Judenhass, Hass gegenüber Flüchtlingen. Ja, ein Problem bei der Arbeitssuche. Bist du selbst schon einmal angefeindet oder diskriminiert worden? Ja, angeschrien wegen Konversation auf anderer Sprache als Deutsch. Es gibt viel Hass gegen Franzosen. Gewalt gegen Flüchtlinge oder Ausländer? Glaubst du, die deutsche Polizei hat ein Rassismusproblem? Behandelt sie alle Menschen gleich? Ich werde zum Beispiel fast jeden Tag kontrolliert, weil ich Araber bin und nicht zu diesem Land gehöre. Ein paar Ausschnitte. Wir haben auch gefragt im Fragebogen, welche Note man vergeben würde für Kiel und für Deutschland. Für Kiel wurde Note 4 vergeben auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ganz intolerant, 10 ganz tolerant und für Deutschland eine 5. Das als Kontext. Frau Pippes, was möchten Sie unternehmen, um Kiel toleranter zu machen? Also Rassismus geht gar nicht, egal gegen wen. Also das ist grundsätzlich, bin ich gegen Rassismus. Man kann Rassismus begegnen, indem man aufklärt, indem man Gespräche führt, indem man es natürlich auch ja, öffentlich am besten macht, wenn man betroffen ist, dass man das jetzt, wenn das in der Schule passiert, dass man das an den Lehrer weitergibt, dass in der Klasse darüber gesprochen wird. Das ist ganz wichtig, damit eben auch ein Gefühl dafür da entsteht, was passiert eigentlich, und dem muss man sofort entgegentreten. Weil es gibt ja auch, das macht ja auch das Einstein, Schule gegen Rassismus, ich weiß nicht, wie es in anderen Schulen ist, aber es ist ein stetiger Prozess, eine stetige Kommunikation, ein stetiger Dialog, der stattfinden muss. Und es hilft natürlich auch, wenn man die Lebensweisen der anderen Menschen kennenlernt, egal jetzt welche. Das fördert einfach das Verständnis untereinander und damit kann man auch den Rassismus eindämmen. Habt ihr noch Ergänzungen dazu, dann schickt es uns per WhatsApp. Noch ein Hinweis dazu, in Offenburg und in Laar gibt es zum Gemeinderat einen Integrationsbeirat, einen interkulturellen Beirat. Ihr müsst euch so vorstellen, es gibt Gemeinderäte, die gewählt werden, und es gibt Vertreter, die ja, arabische Hintergrund haben, aus Syrien kommen könnten oder aus Bulgarien, aus Rumänien. Und solche Leute in Kiel würden das Recht bekommen, den Gemeinderat mitzuberaten. Ja, einfach da Einfluss drauf zu nehmen und mitzudenken, mitzuhören, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden, die auch die Integration in der Stadt bedingen. Der Beirat ist für Kiel zukünftig wahrscheinlich noch ein Thema. Jedenfalls ist von außen nicht ganz verständlich, warum es bisher das in Kiel in der so multikulturellen Stadt nicht gibt und diese Form der Beteiligung eben noch nicht eröffnet wurde. Die Frage 3, die gehypteste Frage war, wenn ich so sagen darf, das Thema Schwimmbad und Hallenbad. Es wurde vor 2 Tagen im Gemeinderat auch darüber diskutiert und zum Teil entschieden. Das Schwimmbad und Hallenbad ist bei der Abfrage sehr oft aufgeschrieben worden. Was wird in den nächsten 3 Jahren hierzu passieren, wenn Sie gewählt werden?
Frau Pippes. In den nächsten 3 Jahren. In den nächsten 3 Jahren. So konkret kann man das leider nicht machen. Also ich werde mich dafür einsetzen, dass es ein Schwimmbad gibt. Ich finde es total wichtig, dass man schwimmen lernt. Also es gibt eben Statistiken, die sagen, dass 60% der Grundschüler, der 10-jährigen Grundschüler unsicher schwimmen und 30% sagt, die DLRG könnte gar nicht schwimmen. Also es ist sehr wichtig, dass man schwimmen lernt. Es dient natürlich aber auch zur Gesundheitsvorsorge und es dient natürlich zur Freizeitbeschäftigung. Wenn es hier im Rheingraben heiß draußen wird und es ein schöner Sommer ist, dann geht man sich natürlich gerne abkühlen und trifft sich mit seinen Freunden ins Schwimmbad. Und deswegen werde ich mich einsetzen, dass es ein Schwimmbad geben wird. Ob das in 3 Jahren steht, ist bestimmt nicht. Aber wenn ich Oberbürgermeisterin werde, werde ich mich dafür einsetzen. Ja. Herr Wuttke, an Sie die Frage und vorweg noch die Frage, ob wir 2022 in Kehl noch ein Bad genießen dürfen. Nein, ganz kurz und knapp, das schaffen wir nicht. Wir werden, also die 3 Jahre, ganz klar, in den 3 Jahren reparieren wir das Freibad Auenheim, sodass man in Kehl wieder ein Bad genießen kann, aber in 2022 wird es nicht fertig, weil es so kaputt ist, sodass wir 2023 dann aber wieder eine ganze Saison zum Schwimmen haben. Und ich setze mich sehr dafür ein, darf aber der OB nicht alleine entscheiden, dass wir in der Zeit die Planung für ein neues Kombibad auf den Weg bringen. Damit haben wir schon angefangen. Wir haben jetzt auch im Gemeinderat schon die Entscheidung getroffen, dass wir die weiteren Schritte gehen. Wir müssen aber prüfen, dass wir das vernünftig finanziert haben. Ein neues Kombibad kostet voraussichtlich 40 Millionen. Merkt man schon, das ist eine Menge Geld. Und damit alle da mit gutem Gewissen entscheiden können, müssen wir noch erklären, wie wir uns das leisten können. Ich bin allerdings sehr dafür, dass wir in der Zeit, wo wir in Kehl nicht schwimmen können, auch Ersatzmaßnahmen kriegen, wie einen Schwimmbus, der uns einfach zu einem Schwimmbad bringt, wo wir dann schwimmen können, wo wir Schwimmausbildung machen können von den Vereinen. Und dass nicht gerade dieses Schwimmen lernen ganz auf der Strecke bleibt. Weil das ist, glaube ich, schon wichtig. Wir haben ja an vielen Stellen Wasser. Und das ist wichtig, dass eben gerade die kleinen Kinder lernen, mit Wasser umzugehen und erkennen, was Wasser bedeuten kann und darin schwimmen können. Herr Britz, Sie wissen, das Thema ist auch unter jungen Menschen heiß diskutiert und große Enttäuschung auch spürbar, dass eben aktuell ja kein Schwimmen möglich ist. Auch das Freibad war schon lange zu. Was sagen Sie? Perspektive 2-3 Jahre? Was nee, passiert? Die Perspektive darf nicht 2-3 Jahre sein. Ich bin ja der Meinung, wenn wir einen Probebetrieb vom Freibad Auenheim aufnehmen im November, das haben wir ja auch diskutiert im Gemeinderat, wenn der Probebetrieb abgeschlossen ist, dann kann man auch noch diesen Herbst oder diesen Winter für die Bevölkerung in Kehl wenigstens 14 Tage anbieten als Bonbon und das Signal senden, wir sind dran und wir kriegen das umgesetzt. Dass es 23 die Saison losgeht in Auenheim, das hat uns der Leiter der technischen Dienste zugesagt. Er möchte sich nur nicht festlegen, dass es dieses Jahr noch möglich ist. Von daher bin ich der Meinung, so schnell wie möglich das Freibad in Auenheim fertig sanieren, anfangen damit. Die Planung ist am Laufen, die Vorarbeiten könnten beginnen. Von daher hoffe ich, dass wir da Zug reinbringen, dass es wirklich schneller geht. Aber 23 wird Schwimmen im Freibad in Auenheim möglich sein. Dann geht es weiter mit dem Kombibad für Kehl. Das heißt, Kombibad um die 40 Millionen, ja, ein großer Brocken. Meiner Meinung nach kann man ein Kombibad in 2 Etappen bauen. Wenn man es sich nicht leisten könnte, wenn man es sich leisten kann, baut man ein Kombibad, wenn es in der gleichen Geschwindigkeit geht. Aber so wie ich die Lage einschätze, nicht, dass ich sage, es geht kein Kombibad finanziell, sondern meiner Meinung nach muss ganzjähriges Schwimmen möglich sein. Deshalb, wenn nicht ein Kombibad verwirklichbar ist, ein Hallenbad mit der Technik ausstatten, dass man im nächsten Schritt dann auch ein Freibad in Kehl wieder hat, in welcher Dimension auch. Darüber werde nicht ich alleine entscheiden, wenn ich Oberbürgermeister bin, sondern das ist eine Entscheidung, die auf Grundlage von Fakten, das heißt Finanzierbarkeit und auch, ob es möglich ist, das umzusetzen in diesen Zeiten, entscheiden. Und dafür braucht man Koalition und ich werbe dafür, dass man so schnell wie möglich wieder schwimmen kann. Und wenn es im November nicht klappt, aber das Ziel oder im Dezember, ist mir völlig wurscht, dann ist halt Eisschwimmen. Wir haben ein beheizbares Schwimmbad, aber wir müssen uns so schnell wie möglich dran machen. Und das macht auch der technische Leiter von der TDK, der Herr Kopp, wo ich sehr froh bin, dass er das endlich noch 53 Sekunden. Es war aber zu spät eingestellt, von daher müssen Sie jetzt zum Ende kommen. Okay, dann bin ich am Ende. Zwei rote Karten, genau. Für euch nochmal der Hinweis, Kombibad, ist es jedem klar, was ein Kombibad ist? Da geht es darum, Hallenbad und Schwimmbad zusammenzubauen auf einem Gelände, also ne,
ein Kombibad aus Kombination, das ganze Jahr offen und dann Schwimmbad für den Sommer. Herr Buttke, Ihre rote Karte war zuerst oben. Ja, also da muss man einfach verstehen, ein Freibad im Winter zu betreiben, macht einfach keinen Sinn. Man kann nicht einerseits Klimaschutz sagen und andererseits sagen, wir machen das Freibad im Winter auf. Wenn wir einen guten Ersatzbetrieb haben, also wenn wir euch mit Bussen ins Schwimmbad in Offenburg bringen, wo ein modernster energetischer Standard ist, wo nicht die ganze Energie nach draußen gepulvert wird, dann bin ich der Meinung, dürfen wir das nicht tun, dass wir das Freibad im kalten Monat hochheizen, nur damit man mal reinhüpfen kann. Das ist auch Klimaschutz, da müssen wir auch ein Augenmerk drauf haben. Das ist unsere gemeinsame Zukunft, da müssen wir gut überlegen, wo wir so viel Energie einsetzen und wo wir es lieber lassen. Frau Bippes? Ja, eigentlich war es eher eine Rückfrage, ob das Schwimmbad überhaupt beheizt ist, weil ich meine, wenn es draußen kalt ist und das Wasser hat 20 Grad, weiß ich nicht, wer da reingeht. Ne? Aber es gibt ja. Neujahrsschwimmen, da kann er im kalten Wasser. Ja, Neujahrsschwimmen, das dauert wie lange? Eine Alles Minute, gut. Dann ist die Sache erledigt. Ich kämpfe ja. dafür, dass ja. es geht. Nochmal der Check. Auch wenn es nicht das einzige Argument ist, aber Herr Britz, ab wann schwimmen Kehler wieder im Schwimmbad in Kehl? Welches Jahr? Streben Sie an? Ab wann? In der Kernstadt, oder? Ja, in einem Schwimmbad, also Auenheim oder... Kürzer statt Kehl. 23 auf jeden Fall, hoffentlich 22. Frau Bippes, was meinen Sie? Also in Auenheim nächstes Jahr. 23? 23, ja. Ja, 23 in Auenheim und ich habe es in mein Wahlprogramm geschrieben. Ich möchte, dass 26 auch in Kehl wieder geschwommen werden kann, also in der Kernstadt. Gut, das zu dem Frageblock. Ich hoffe, Sie konnten sich ausreichend dazu äußern. Und wir halten noch ein bisschen durch und gehen in die... Baggerseen im Sommer, immerhin gibt's die. Ich würde gerne unsere Runde erweitern um zwei Personen vom Jugendgemeinderat, Josie und Jaden, die jetzt hier hochkommen und mit euch diskutieren, mich mit euch austauschen. Ihr vertretet junge Menschen und habt einen Applaus verdient, so ist das. Beide 15 Jahre alt. Ich glaube, jede Stadt braucht ein paar Vorbilder auch. Junge Menschen, die zeigen, wie man Politik mitgestalten kann. Ihr macht das bereits. Josie, 15 Jahre alt, Jugendgemeinderätin. Was motiviert dich zu Engagement in der Politik für Kiel? Sachen zum Guten zu wenden. Probleme, die es gibt, anzusprechen. Schauen, was kann man machen. Da reinzubohren, nicht aufzugeben. Und für die Wünsche der Gesellschaft zu kämpfen. Stark. Jaden, wir hatten vorhin die Frage mit Primark versus ein Geschäft, was Herr Britz vorgeschlagen hat, was teurer, aber nachhaltiger ist. Was findest du cooler von beidem? Also ich finde, Nachhaltigkeit geht eigentlich jetzt in unserer Zeit eigentlich an erster Stelle. Aber ich finde jetzt, also ich glaube, Nachhaltigkeit wäre jetzt besser. So. Am besten wahrscheinlich beides, dass Kehl einfach neue Geschäfte bekommt. Aber die Frage ist, glaube ich, durchaus spannend, was junge Leute ausgeben können, was nachhaltige Klamotten kosten und ob Werte vor Preis gehen. Schön wär's. Ihr habt Fragen mitgebracht, Josie, mehrere. Ihr stellt die einfach direkt. Es gibt eine Minute Zeit wieder zum Antworten. Jaden, willst du starten mit der Frage vielleicht? Oder Josie? Je nachdem, wie ihr es möchtet. Ich kann starten. Genau, also es gab sehr viel Wunsch, auch von der Jugend, dass die Stadt fahrradfreundlicher gemacht werden soll. Fängt an mit Fahrradwege, hört auf mit Stellplätzen, bedächte Stellplätzen auch in den Schulen und vor allem, glaube ich, auch beim Einstein-Gymnasium, dass es mehr Fahrradständer gibt, da zum Beispiel sehr oft die Fahrräder an Pfosten geschlossen werden oder einfach auf dem Weg stehen. Fahrradfreundlichkeit. Herr Buttke zum Start, gerne. Ja, also mein Thema, weil ich bin die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs, wenn es irgendwie geht. Und das ist mir also auch wirklich ganz, ganz wichtig. Dabei ist natürlich so, dass das Abstellen auch wichtig ist. Ich finde das auch unmöglich zum Beispiel die Situation, dass Fahrradständer weiter weg sind als Parkplätze. Irgendwie wird da nicht das richtige Verkehrsmittel bevorzugt. Und es muss gute Fahrradabstellplätze geben für gute Fahrräder. Und wir brauchen gute Fahrräder, damit mehr Leute Fahrrad fahren. Also irgendwie, das ist schon was, wo wir als Stadt dann tätig sein müssen, dass wir unterstützen müssen, wo wir Anreize schaffen müssen, um dann
eben die Verkehrswende hinzukriegen, den Umweltschutz hinzukriegen, aber auch, das muss man ja auch sehen, wenn mehr Leute Fahrrad fahren, funktioniert unser Verkehr besser. Dann haben wir weniger Staus, wo sich die Leute ja auch immer drüber aufregen. Und deswegen ist, das war jetzt nur nach Ständern gefragt, aber für mich ist es so das Ganze. Also wir müssen gute Ständer bieten, gute Wege, direkte Wege, einfach aus der Fahrradfahrerperspektive denken. Wollt ihr nachfragen? Direkt, sonst gehe ich zu Herrn Britz. Fahrradfreundlichkeit. Es gab auch vor kurzem in Kehl eine Erhebung eben über die Fahrradfreundlichkeit der Stadt. Sind wir schon fahrradfreundlich? Ist das Label schon verdient oder muss noch ganz viel gemacht werden? Es gab ja die Anfrage vom ADFC, wo ja ziemlich lange, also ziemlich intensive Fragen, die habe ich ja auch beantwortet. Wir sind sicher noch nicht fahrradfreundlich, also es gibt da wirklich noch viel Nachholbedarf. Und wenn ich auf die Ständerfrage nochmal eingehen darf. Gerne, natürlich. Es gibt Modelle, wo wir, sagen wir mal, Parkplätze umwandeln, also reine Autoparkplätze umwandeln in Fahrradstellplätze oder Fahrradparkplätze. In Brüssel habe ich ein Modell gesehen mit einem QR-Code, wo man weiß, wer reingeht. Da können dann auch teure Fahrräder gut abgestellt werden. Und so ein Modell könnte man in Kehl, denke ich, auch gut umsetzen, wenn man einzelne Parkplätze einfach reserviert für Fahrradboxen. Also es sind keine Einzelboxen, sondern größere Boxen. Und dass man da dann die teuren Fahrräder, auch die billigen Fahrräder reinstellt, weil es ist ja wirklich so, dass man als Fahrradfahrer auch immer Sorge haben muss, ob mein Fahrrad noch da ist, wenn ich das nächste Mal komme. Von daher auf jeden Fall. Fahrradnetzweg muss viel besser ausgebaut werden. Wir können uns an Straßburg orientieren. Straßburg hat da viel vorgemacht, was uns gut tun würde, wenn wir das auf unser Quartier auch runterbrechen würden. Danke. Fahrradwege, Josie, was meinst du? Ist da Bedarf, Fahrradfahrersicherheit, Fahrradfahrerinnensicherheit? Also Sicherheit ist ein bisschen grenzwertig. Ich meine, die Fahrradwege sind sehr oft auf den Straßen und dann muss man halt wirklich schauen, wer fährt vor dir, hinter dir, neben dir. Auf der Hauptstraße ist es so, dass es direkt neben dem Parkstreifen ist und es tendiert leider dazu, dass immer öfter Leute die Tür aufmachen, um nach hinten zu gucken, Leute da reinfahren und da stehen bleiben, weil sie zur Post gehen. Und sicher ist es nicht. Und leider ist es auch so, dass wenn man auf der Hauptstraße Richtung Sundheim fährt, die Straße unglaublich schlecht ist an manchen Stellen und es überhaupt nicht attraktiv ist, da zu fahren. Frau Pippes, Sie kommen ja aus Baden-Baden. Wie vergleichen Sie die Fahrradfreundlichkeit von Baden-Baden mit Kehl? Also Kehl ist deutlich fahrradfreundlicher, was einfach auch daran liegt, dass Kehl natürlich flach ist und Baden-Baden liegt ja schon in der Vogelbergzone und da ist es alles ziemlich gebirgig. Das heißt, da gibt es relativ wenig gerade Strecken. Es gibt natürlich auch viele E-Bikes deswegen in Baden-Baden. Aber hier ist es definitiv fahrradfreundlicher, aber natürlich kann man hier auch noch mehr tun. Und es dient jetzt ja nicht nur der Umwelt, sondern das dient ja auch eurer Gesundheit, wenn ihr mit dem Fahrrad in die Schule fahrt. Und außerdem entlastet ihr eurer Mama mit Mama-Taxi, das definitiv. Auf jeden Fall klar weiter ausbauen und zur Sicherheit angeblich sagen Studien, dass wenn der Fahrradstreifen auf der Straße ist und dann eben abgezeichnet, dass das sicherer sei für die Fahrradfahrer als der Weg auf dem Gehweg. Das habe ich auch nur gelesen. Ich war auch erstaunt, weil ich habe mich eigentlich auch auf dem breiten Gehweg, muss es natürlich auch sein, sicherer gefühlt. Aber ob das, also sagen Studien, dass das Ergebnis sicherer ist. Was ich aber wichtig finde, ist, es sind ja viele Menschen im Straßenverkehr unterwegs. Es sind die Fahrradfahrer, es sind die Autofahrer, es sind die Fußgänger, ist das der Bus, da ist ja auch die Tram. Das heißt, alle müssen gegenseitig Rücksicht nehmen auf jeden. Also das gebührt einfach der Respekt. Noch zum Tosi, bitte. Ich glaube aber auch, wenn man die Stadt fahrradfreundlicher machen würde, dass die Autofahrer vielleicht ein bisschen mehr bewusster fahren würden. In Freiburg sieht man das, wenn man in Freiburg Fahrrad fährt, die Autos überholen einen wirklich selten, weil es einfach um Sicherheit geht. Da haben die Fahrradfahrer immer Vorfahrt. Ich glaube, das kommt halt auch mit der Attraktivität und dem entsprechenden Bewusstsein. Nochmal zum Nahverkehr, also Bus und Straßenbahn, meint ihr, das ist noch zu teuer? Muss da sich was entwickeln noch? Habt ihr das Gefühl, dass auch bei Josie Weiß sich eben total engagiert für Umwelt, dass man einfach nur so mehr Anreiz schaffen kann, indem die Bustickets noch billiger werden und vielleicht sogar ganz kostenlos? Was wäre da eure Forderung, euer Wunsch dazu?
Forderung, billiger, Wunsch, kostenlos. Weil, also momentan, ich fahre gar keinen Bus. Ich brauche es auch nicht wirklich. Ich habe das Fahrrad und immer mal wieder den Zug. Aber auch der Zug, ich kann es mir nicht leisten, für 5 Euro nach Offenburg und zurückzufahren. Das ist zu teuer. Wenn ich 30 Euro Taschengeld im Monat kriege, und das ist schon viel für manche Leute, dann habe ich das, wenn ich da zweimal die Woche nach Offenburg fahre, um was zu machen, um an Events teilzunehmen, um zu Freunden zu fahren, dann kann ich sonst nichts mehr machen. Und das kann halt einfach nicht sein. Ja, ich finde auch einfach die Ortenau-Tickets finde ich auch recht teuer. Ich persönlich fahre einmal in der Woche von der Theater AG nach Hause, weil da meine Eltern mich halt nicht abholen können. Und da zahle ich halt jedes Mal 2,50 Euro. Und dann denke ich mir, ja, von Schulzentrum bis nach Mahl 2,50 Euro. Mehr, glaube ich, laufen sowieso immer billiger. Und ich glaube, es ist ja auch dasselbe vom Schulzentrum zum Rathaus. Kostet das genauso viel. Das kann halt auch nicht sein. Was meint ihr? Müssten Bustickets billiger, kostenlos sein? Schickt es uns gerne. Ja, gerne mal ein Ja-Hand hoch oder so. Oder ein Ja hier reinrufen, wunderbar. Schickt es uns gerne mal auch mal gerne, was ihr zahlt für ein Abo, wenn es euch zu teuer vorkommt, für Fahrkarten, dass wir es nachher nochmal in die Runde mit reinnehmen können. Zum Schluss der Frage nochmal den Check für Sie mit der Karte Rot und Grün. Grün, ein kostenloses Nahverkehrsticket wäre machbar, und Rot was nicht machbar. Machbar das ist oder das wollen? Ist kostenlos. Das ist, Sie möchten es umsetzen, Sie werden es umsetzen. Sie haben bald die Verantwortung. Das ist eine Entscheidung vom Gemeinderat nachher, aber es wäre möglich. Ja. Also, wie mit grünes Licht, mit wir werden in 2 bis 3 Jahren Sie drei wieder fragen. Darf ich ganz kurz kommentieren? Herr Wuttke. Weil ich finde, wir sind da auf einem guten Weg im Land, und ich finde, das ist eigentlich auch vom Land zu lösen, weil das Nahverkehrsticket sollte nicht an den Stadtgrenzen, auch nicht an den Kreisgrenzen enden. Wir brauchen ein Nahverkehrsticket für junge Leute, dass sie durch ganz Baden-Württemberg kostenlos fahren können. Das sollte kommen. Und das können wir in der Stadt nicht machen, aber da können wir durchaus im Städtetag Druck machen auf die Landesregierung, dass da was kommt. Das fände ich eigentlich die bessere Lösung. Nicht, dass ihr, wenn ihr mal nach Baden-Baden wollt, doch wieder ein Ticket lösen müsst. Ja. Habe euch die Antwort überzeugt? Grün, ja, überzeugt. Rot, nicht überzeugt. Was meint ihr zwei? Jaden und Josie. Ja. Überzeugt. Dankeschön. Okay. Allein der Glaube fehlt. Haben wir Glück gehabt. Allein der Glaube fehlt. So soll es doch sein, dass Sie hier überzeugend auftreten. Es gibt noch eine weitere Frage zu Müll, wenn ich das richtig weiß. Jane, ja, gerne. Allgemein zu Müll und Klimafreundlichkeit. Und zwar, haben Sie konkrete Ziele oder Ideen, die die Stadt irgendwie klimaneutraler machen können? So die drei wichtigsten? Frau Bippes, gerne. Ja. Fahrradwege ausbauen, hatten wir gerade eben gehabt, das Thema. Den ÖPNV attraktiver machen, die Preise besser machen, eben vielleicht auch mit der Stadt, mit dem Land das Ganze lösen, damit man eben umsteigt und einen Anreiz hat, damit zu fahren, weil jetzt ist es immer noch billiger, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, statt mit dem Bus. Bitte? Das war Punkt 1. Also, drei dürften es werden. Fahrrad, ÖPNV. Und dann sollten wir eben auch gucken, dass wir Flächen in der Stadt besser begrünen, um da auch ein bisschen das Klima, also die Luft besser zu machen, weil es wird ja sehr heiß hier in der Innenstadt. Herr Britz, Ihre drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass Klima- und Umweltschutz als Stabstelle, als Querschnittsaufgabe wirklich für jedes Projekt angesehen werden. Dann haben wir schon mehr wie 3 Projekte, wo wir den Klimaschutz machen. Das zweite ist, wir werden im Klimaschutz die Klimaschutzziele, sage ich jetzt mal, erreichen, wenn die BSW die Abwärme, es wird nicht besser fürs Klima, also weil die Abwärme ist trotzdem da, aber sie wird genutzt. Ich glaube, BSW, da müssen Sie, glaube ich, Badische Stahlwerke macht ein großes, produziert viel Energie, was einfach verpufft in die Luft. Manche sagen, es ist die Energie, die Karlsruhe bräuchte, um den Bedarf zu decken. Von daher, wenn wir da wirklich das schaffen, diese Energie auch zu nutzen, dann haben wir schon einen großen Schritt gemacht. Und das dritte große Projekt ist für mich, dass wir selber vorgeben, was in unsere Maßnahmen, die wir als Stadt auf den Weg bringen, Entsiegelung von Flächen, Grünanlagen besser pflegen und anlegen, dann sind wir auf einem guten Weg. Dazu kommen die Kleinigkeiten wie ÖPNV, die wir eh schon im Griff haben oder wo wir schon dran sind, und die Fahrradgeschichten, die schon alle im Fluss sind. Aber wir müssen einfach über den grenzüberschreitenden Raum gucken und da ein Klimaziel gemeinsam erreichen. Ihre drei wichtigsten Punkte dazu.
oder erst die Kontra? Wenn Sie den Raum lassen, gerne Frau Pippes, ja. Machen Sie es kurz. Ja, ganz kurz zur Badischen Stahlwerke. Also erstens sind Sie den Weg schon gegangen, da gibt es eine Kooperation mit Straßburg und zweitens ist es ja ein Unternehmen, das kann nicht die Stadt regeln. Sie können natürlich mit denen Gespräche führen, aber die müssen schließlich investieren, also ist es letztlich deren Entscheidung und nicht der der Stadt. Und das ist nur gekommen, weil die Stadt da intensiviert hat und sozusagen den Weg bereitet hat über Abkommen und so weiter, damit es vorangeht. Ja. Sonst würde das nicht wirklich funktionieren. Also man muss mit Unternehmen reden. Das definitiv. Ist richtig. Ja. Ja. Es ist nett zuzuhören, weil das Projekt ist, was ich mache. Das aber schon vor Ihrer Zeit begonnen, ja? Herr Wittke, um ehrlich zu sein, ja. Oder? Ja, ich mache es. Deswegen, also ich stecke da ganz tief drin, das ist ein super Projekt. Also damit glänzt Kehl deutschlandweit, europaweit. Ne? Das ist wirklich, das muss man sich klar machen. Also jetzt im ersten Schritt 15.000 Tonnen CO2-Einsparung. Langfristig hat das Potenzial für 25.000 Tonnen. Ich weiß nicht, wer ein Gefühl für die Zahlen hat, aber das ist ein Riesenberg. Naja, also drei Punkte. Also wir haben einfach so, erster Punkt ist großer Energieverbrauch haben wir in den Haushalten und im Verkehr. Da können wir darauf Einfluss nehmen. Und ein Punkt neben der Energieeinsparung ist eben dieses Stadtklima, wo wir tätig werden können. In den Haushalten können wir halt unterstützen, indem wir unser Wärmenetz ausbauen. Dazu gehört auch die Energie von den Badischen Stahlwerken, die wir einspeisen können. Das Tolle ist aber auch, dass wir die Netze von Straßburg und Kehl verbinden. Das heißt, wir profitieren auch von den regenerativen Energiequellen in Straßburg, weil die auch Wärme hier rüber liefern können. Im Verkehr, Verkehrswende hatten wir eben schon angedeutet, es geht noch weiter als nur Fahrradfahren, Mobilitätsstationen bauen, sich Fahrzeuge teilen, statt Fahrzeuge zu besitzen. Ich hole mir das Auto nur dann, wenn ich es brauche und wenn ich es nicht brauche, benutzt es jemand anderer, weil die Produktion vom Auto verbraucht auch wahnsinnig Energie. Und also nicht nur das Auto, auch Bikesharing ist da denkbar. Einfach dieses, dass wir überall in jede Ortschaft und in die Kernstadt an die Knotenpunkte Mobilitätsstationen kriegen, wo man sich günstig ein Fahrzeug leihen kann, und zwar immer das, was man braucht. Dann das Thema Klimaanpassung ist wirklich... Zum Ende kommen bald. Okay. Haben die anderen auch schon gesagt. Also das ist ja auch Städtebau, mein Thema, Entsiegelung, Bäume pflanzen, einfach ein angenehmes Klima in der Stadt schaffen. Danke. Frau Pippes, Ihre... Ja, nur eine kurze Anmerkung. Also viele Unternehmen gehen den Weg. Also ich war heute Mittag bei der Firma Köhler. Die haben ein eigenes Biokraftwerk. Mhm. Also da gibt es tolle Ideen bei den Unternehmen. Die haben das Thema Nachhaltigkeit auch erkannt und die sind da dran. Ja. Mhm. Müll, Jaden, was meinst du, was wäre so für dich der wichtigste Punkt, wo du sagst, da hast du Erwartungen, dass die Stadt Kiel was macht oder dass du selbst auch vielleicht machen könntest? Wir als Jugendgemeinderat haben schon so Vorstellungen, so eine Müllsammelaktion zu machen, dass einfach die komplette Stadt mal komplett aufgeräumt wird. Aber ich glaube nicht, dass es so lange halten wird. Deswegen müssen wir mehr Mülltonnen oder regelmäßiger auch die Mülltonnen, die schon da sind, eben leeren, weil die quellen meistens über bei den Bereichen, wo eben halt viel genutzt werden, in der Innenstadt, bei Schulhöfen. Beim Einstein zum Beispiel ist es recht schlimm dort. Genau, da kann ich drauf anschließen. Beim Einstein ist es momentan so, dass die Mülleimer vielleicht zweimal die Woche geleert werden ungefähr. Ich habe Freunde, die sind jetzt letztens sind um 9 Uhr dort gewesen in der Pause und haben einfach den Müll wieder aufgesammelt, weil der so voll war, dass er mit dem Wind überall hingegangen ist und wir standen halt wirklich auf dem Müll. Und das kommt halt daher, dass in der Mittagspause sich Leute was zu essen holen und das dann wegschmeißen. Und das liegt nicht daran, dass sie es liegen lassen, das liegt einfach daran, dass der Müll schon so voll ist, dass sie es oben drauf stellen müssen. Und dann ist das halt überall. Und das kann einfach nicht sein, weil wenn wir klimafreundlicher werden müssen, dann muss es halt auch irgendwo anfangen. Und ich glaube, das ist ein ziemlich einfacher Punkt, wo man anfangen könnte. Werden nach eurer Wahrnehmung junge Menschen ausreichend gehört, eben auch mit solchen Vorschlägen, wie man das verbessern könnte? Wir hatten 2019 gemeinsam mit vielen anderen jungen Menschen Fill-the-Bottle-Aktionen hier gemacht und ungefähr 30.000 Kippenstummel aus der Kieler Innenstadt aufgesammelt. Da waren, glaube ich, auch einige von euch mit dabei. Kiel war die erste Stadt in ganz Deutschland, die das gemacht hat. Inzwischen wird es in ganz Deutschland durchgeführt von verschiedensten Leuten. Findest du, gab es da Wertschätzung für solche Aktionen oder findest du, dass man auch noch mehr junge Menschen hören müsste zu Themen, die ihnen ja, unter den Nägeln brennen? Also ich finde, Wertschätzung war bestimmt schon da, ja. Es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, ein guter Ansatz.
ob Jugendliche gehört werden, kommt halt wirklich drauf an, wo. Ich meine, hier beim Jugendgemeinderat, wir sind ja beide beim Jugendgemeinderat, sind wir eigentlich dafür da, die Interessen der Jugendlichen zu vertreten. Das heißt, wenn ein Jugendlicher was möchte oder einen Wunsch hat und ihm irgendwas nicht gefällt, Ansprechpartner. Ne? Was schwierig ist, sind Sachen manchmal umzusetzen, weil vielleicht Budget nicht da ist, weil es erstmal durchgesetzt werden muss. Und wir haben halt eine Legislaturperiode von 2 Jahren. Und manchmal reicht das nicht. Wir sind jetzt seit 3 Monaten dabei. Das heißt, wir schauen mal, wie das wird. Und ich bin auch zum ersten Mal dabei. Aber ich habe schon von anderen gehört, dass es manchmal echt ein bisschen schwer war. Vielen Dank fürs hier oben sein. Ihr habt die beiden schon mal kennengelernt, stellvertretend für viele andere Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte. Nutzt das auch, wenn ihr solche Personen kennt und trefft und kontaktiert, ihnen zu sagen, was ihr anders haben möchtet hier in Kiel, was besser sein könnte. Ihr könnt auch direkt zu Gemeinderäten oder zum Bürgermeister gehen, aber ab und zu ist der Weg einfach der leichtere zu Menschen aus der gleichen Schule oder jungen Menschen aus dem gleichen Alter. Nutzt die Chance, mit diesen beiden heute noch zu sprechen, und sie nutzen die Chance ebenfalls, diese jungen Menschen auch mit einzubeziehen und sie zu hören und Ideen aufzugreifen. Vielen Dank, Jaden, vielen Dank, Josie, für eure Beiträge. So, jetzt kommen wir zu den Publikumsfragen. Ich hoffe, ihr habt schon einige eingereicht über WhatsApp, welche geschickt. Macht das weiterhin. Auch gerne nochmal zum Jugendgemeinderat, zu den Angeboten für junge Menschen, sich zu beteiligen oder generell Sport zu treiben oder in Kiel sich wohlzufühlen. Schickt uns ruhig ganz konkret, was ihr anders haben möchtet. Und ich schaue mal links zu Vanessa rüber, die mir gerne was reicht oder andere auf dem Wege findet, das mir durchzugeben. Okay, bunt gemischt. Also, gut. Oh je, da sind aber viele vorhanden. Cool, dass schon mal die ersten Sachen da sind. Dann schaue ich mal hier drauf. Also, an Frau Wippes ist die Frage hier: Was ist Ihre Motivation in Kiel, einer Stadt, in der Sie nicht wohnen, Bürgermeisterin zu werden? Ich finde es ganz wichtig, wenn man dort kandidiert, wo man eben nicht wohnt, weil man nämlich dann den neutralen Blick auf die Dinge hat. Und wenn Sie Oberbürgermeisterin werden wollen, dann brauchen Sie eine Stadt, die zu einem passt. Und Kehl passt von den Themen zu mir, und dann mag ich die Menschen hier. Ich mag die Lebensfreude, ich mag die Offenheit, ich mag die Lebensqualität hier, und insofern Kehl. Ja. Ihr müsst entscheiden, wer heute zu euch am besten passt, ja. Und die über 16 sind, ja, dürfen dann auch das Passen in ein Wahlkreuz ummünzen. Mhm. Die nächste Frage geht an Herrn Wuttke. Was hat Herr Wuttke als Baubürgermeister die letzten Jahre schon für ein Schwimmbad in Kiel getan? 1 Minute für Sie, bitte. Für ein Schwimmbad in Kiel, als ich hier angekommen bin, lief gerade der große Wettbewerb. Ich habe dann die 2. Stufe von dem Wettbewerb mit durchgeführt, sodass wir dann die Vergabe machen konnten. Das ist der Auswahlprozess zwischen 3 großen Büros. Dann mussten wir leider das ganze Projekt anhalten, weil die Corona-Krise kam und wir tatsächlich nicht mehr wussten, wo wir finanziell dran sind. Überhaupt nicht in Kiel. Und wir mussten große Einsparungen sicherstellen, um überhaupt den städtischen Haushalt noch so fortfahren zu können. Danach, als wir dann festgestellt haben, die Haushaltssituation ist nicht ganz so arg, wie wir es befürchtet haben, haben wir sofort wieder geguckt, wie kann man das Projekt wieder starten, und haben entsprechend dann dieses Projekt wieder auf den Weg gebracht und dem Gemeinderat ja jetzt gerade vorgelegt auch wieder, dass wir jetzt weitermachen sollten, insbesondere weil die alten Bäder halt nicht mehr länger halten. Ne? Und insofern, und natürlich die Sanierung von Auenheim auf den Weg gebracht. Jetzt muss man dazu sagen, ganz wichtig, was jetzt, ich habe nur 1 Minute, ne? Dann lassen wir es gut sein. Bleiben kompakt, top. Herr Britz, Sie waren noch nicht dran, ich mache die nächste Frage für Sie. Welche Probleme, Missstände haben Sie zur Kandidatur motiviert? Die Missstände.
Also ich sehe viel Handlungsbedarf in Kehl und vor allem sehe ich den Handlungsbedarf wirklich in dem, dass wir wieder mehr miteinander sprechen, dass man auf den Ortschaften versucht, mehr den Dialog zu suchen, mehr Kompetenzen abgibt, aber auch genauso die Jugend, weil das ist ja das Thema heute, der Jugendgemeinderat, der sich nicht, oft nicht angenommen fühlt, dass es kein Jugendgemeinderat-Budget gibt. Ich habe mit dem Jugendgemeinderat vor einigen Jahren, wo dieser Workout-Platz auf den Weg kam, wirklich dafür geworben und haben den Gemeinderat versucht zu überzeugen. Das Budget war nicht vorhanden und das ist schlimm, wenn ein Jugendgemeinderat ein Projekt hat und das gut ist, das es am Anfang der Periode feststellt, dann muss es auch die Möglichkeit haben des Umsetzens. Und in 2 Jahren muss man was umsetzen. Also dieser Workoutplatz wurde zwar erst 4 Jahre später umgesetzt, weil der nächste Doppelhaushalt da war. Wir denken ja immer in Zyklen. Aber er wurde umgesetzt. Und heute werde ich noch angesprochen von ehemaligen Jugendgemeinderäten. Das haben wir gemeinsam durchgezogen. Und genau das ist ein Anliegen für mich. Egal ob jung, alt, middle-aged, egal wo, gemeinsam Projekte durchziehen, dass es dann vorwärts geht. Ob Streetfood Festival ist, ob es Kehl feiert ist, ganz egal was. Und Fetzig war mein erstes Projekt, das war Fetz im Kasernenhof, das war noch vor der Landesgartenschau und da wurde ich dann auch Stadtjugendrings Mitglied. Okay. Was mir hängen geblieben ist, war die Aussage, dass sich viele Jugendgemeinderäte nicht angenommen fühlen. Herr Wuttke, was ist da, warum fühlen sich Jugendgemeinderäte nicht angenommen? Was muss da verändert werden? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch dieses auf die Jugendgemeinderäte zugehen. Also und zwar nicht einfach hinrennen und sagen, hups, da bin ich, sondern ernsthaft auf die zugehen. Also sich interessieren für die Anliegen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das tut, dann sind die sehr offen, sprechen mit einem auch über alles. Aber das darf keine gezwungene Atmosphäre sein, weil das verunsichert, ja, hätte mich, glaube ich, auch verunsichert in dem Alter. Gerade ein Amt übernommen und dann kommt da irgendwie so ein Haufen ältere Menschen auf einen zu und fragt einen aus, das will man eher nicht. Also dieses, diese angenehme Zusammenarbeit schaffen, das ist, glaube ich, da einfach das Thema. Und in den Terminen, die wir bis jetzt hatten, hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert, ja. Frau Weppers, die nächste Frage würde ich gerne an Sie stellen. Was wollt ihr gegen die hohe Kriminalität in Kehl machen? Also es ist natürlich wichtig, dass man sich sicher fühlt in Kehl und es soll natürlich auch ihr sollt euch sicher fühlen können, wenn ihr abends unterwegs seid. Und da ist es einfach wichtig, dass man dass die Kommune zusammen mit der Polizei arbeitet, zusammen mit dem Ordnungsdienst, zusammen aber auch eine kommunale Kriminalprävention vorantreibt und einfach auch da im Dialog, in den Gesprächen miteinander ist. Und der Ordnungsdienst sollte meiner Meinung nach eben auch einfach ein bisschen mehr durch die Innenstadt laufen und vielleicht sollte man auch wieder einen Schichtdienst einführen, dass der abends eben auch unterwegs sein kann. Dann die nächste Frage, die daran anschließt. Herr Britz, für Sie, wie stehen Sie zur Polizei? So steht's drauf. Okay, also ich habe Freunde bei der Polizei. Ich bin froh, wenn sie mich nicht privat besuchen oder irgendwelche Ereignisse da sind. Also von daher, Polizei ist ein wichtiges Instrument. Ja, klar, es sorgt vor Recht und Ordnung. Egal, ob das der Raser ist oder was andere Delikte sind, die eine Polizei. Und nur mit Polizei und mit Kontrolle funktioniert auch ein Rechtssystem. Also von daher, wichtige Aufgabe, kann man erweitern. Ja, kommunaler Ordnungsdienst wird schon angesprochen, ist nicht die Polizei, aber für die kommunale Sicherheit und in der Stadt zuständig, Polizei unbedingt. In den Post-its auf Schulhöfen, Herr Wuttke, habe ich mehrmals gelesen, dass die Polizei bei Begegnungen, bei Kontrollen als nicht sehr freundlich wahrgenommen wurde. Wie kann man dieses Verhältnis verbessern? Gibt es da Missstände? Ja, also das ist jetzt nicht auf die Kehler Polizei bezogen, sondern es gibt nicht die Polizei. Die Polizei sind auch Menschen, so wie wir. Und die einen sind so und die anderen sind anders. Und da muss man eben wirklich auch dahin gucken, wer sagt was, wer verhält sich wie. Da gibt es auch Instrumente, wo die Polizei selbst guckt, wie verhält sich wer. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass das alles richtig funktioniert. Ansonsten geht es halt wirklich darum, auch Kontakt zu schaffen, schon wieder. Es geht einfach darum, sich kennenzulernen, dass man locker miteinander umgeht. Ich kenne das selber auch. Wenn so Polizisten in Uniform auf mich zukommen, dann bin ich erstmal ein bisschen angespannt. Und das ist einfach wichtig, dass wir die Anspannung auch verlieren, dass wir da auch locker miteinander umgehen lernen, dass wir höflich zueinander sind.
die zu uns und wir zu denen. Und dann klappt das, glaube ich, im Umgang auch besser. Und insofern finde ich, dass es ganz wichtig ist, dass man dann auch mal ohne Anlass sich begegnet. Eben nicht zur Kontrolle, sondern zum Kennenlernen. Das wäre mir ein großes Anliegen, dass wir das auch vorantreiben. Und, ja. Also von beiden Seiten meinen Sie, ist da ein Schritt erforderlich. Den Kommentaren aus Schulhöfen habe ich eher entnommen, dass da erwartet wird, dass die Polizei mehr Freundlichkeit an den Tag legt. Ich bin ja nicht dabei bei allen Situationen, aber ich glaube, viele, die das geschrieben haben, wären jetzt nicht zufrieden mit ihrer Antwort, weil die sagen würden, wir erwarten, dass wir nicht grob angegangen werden oder mit sehr schrägem Blick verurteilend betrachtet werden. Vielen Dank für weitere Fragen. Gerne kurzes nach argumentieren. Also das meinte ich halt mit dem, dass wir uns mit Respekt begegnen. Ja, der Polizist bitte auch den Bürgern. Und ja, auch die jungen Bürger sind Bürger. Also so meinte ich das einfach. Ne? Es gehören immer zwei dazu. Ja. Okay. Die nächste Frage machen wir als Blitzrunde für die ganze Kandidatenrunde. Was denken Sie, was die anderen Kandidatinnen besser können als Sie? Kompakt, Herr Britz fängt an. Besser können besser. Baudezernat. Frau Pippes? Pflegen. Was meinen Sie? Pflegen. 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 Ja. Herr Britz ist Pfleger, gelernter. Herr Wuttke? Ach. Jetzt bin ich als Dritter dran und tue mir trotzdem so schwer. Stellt mir aber genauso schwer, wenn ich sagen müsste, was ich besser kann. Also insofern, Sie sind schlagfertiger. Okay. Stärken bei anderen zu erkennen, ist auch eine Stärke, finde ich. Also da hätte ich mir von Ihnen eine schnellere Antwort erwartet, wie ich es offen sagen darf, Herr Wuttke. Aber Sie haben sich noch gerettet. Es kamen noch mehr Fragen hier rein. Gut, die nehmen wir mal gleich hier vor, die Frage, auf dem etwas untypischeren Zettel. Herr Wuttke, Frage an Sie und Herrn Britz. Soweit ich weiß, sind Sie beide parteilos. Mit welcher Partei identifizieren Sie sich am meisten? Die Frage ist, glaube ich, am spannendsten für den Herrn Wuttke, weil Herr Britz hat schon ein bisschen verschiedene Farben im Hintergrund. Herr Wuttke und Frau Pippes auch. Also tatsächlich mit keiner Partei. Deswegen bin ich parteilos. Ich kann in allen Parteien gute Dinge sehen und ich kann in allen Parteien Positionen sehen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Es ist, tut mir leid, aber es ist tatsächlich mit Absicht. Wir machen es ganz konkret. Die Frage der Parteien. Herr Britz, Sie werden unterstützt von SPD und Grünen und die Frau Wippes von der CDU. Zahlen die Ihnen Geld für den Wahlkampf, Herr Britz? Nein. 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 Habe ich aber abgelehnt. Möchte ich nicht. Okay. Frau Wippes, bei Ihnen? Nein, zahle ich auch alles selber. Also unabhängig, aber unterstützt durch Parteien. Aber notwendig, Unterstützung zu haben von Parteien, weil, also es geht gar nicht um die Partei, sondern es geht um die Fraktion. Man muss nachher mit allen Fraktionen Koalitionen bilden, weil sonst kann man auch als OB nichts auf den Weg bringen. Und es ist egal, ob es CDU ist, FDP, Freie Wähler, MBU, Grüne, SPD, mit allen muss man nachher einen guten gemeinsamen Weg finden als Oberbürgermeister. Und man braucht den ganzen Gemeinderat mit allen Parteien. Ihr bildet euch eure eigene Meinung aus den Aussagen der Kandidaten. Wir machen weiter mit der Frage zum Korruptionsskandal. Ich darf das ganz kurz erklären. Es gab vor kurzem einen Fall von einem Mitarbeiter, der hat sich bestechen lassen. Der hat eine hohe Funktion in Kiel und hat mehrmals Geld genommen dafür, dass er Entscheidungen trifft zugunsten von, in dem Fall, Spielcasinos. Wurde verhaftet und ist inzwischen auch nicht mehr hier angestellt. Was kann Ihrer Meinung nach getan werden, um einen weiteren Korruptionsskandal zu verhindern? Frau Pippes darf starten. Also Korruption geht natürlich gar nicht grundsätzlich, egal ob jetzt in der Verwaltung oder in Unternehmen, also das kann gar nicht sein. Da muss man sensibel sein, das ist natürlich nicht immer so offensichtlich, das heißt man muss genau hingucken, hinhören und wenn es eben auch und auch ein offenes Miteinander in der Verwaltung führen, dass wenn einer was merkt und irgendein was irgendwie komisch vorkommt, dass man dass der Gegenüber oder dass der Vorgesetzte eben auch bereit ist, dieses Gespräch aufzunehmen und auch was dann dagegen zu tun. Also egal wer was spürt, der muss die Möglichkeit haben, zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas nicht richtig. Okay, wir haben nicht mehr so viele Fragen, die wir mit reinnehmen können.
Eine ganz konkrete, wenn es zu dem Thema Korruption von Ihnen nicht ganz dringend Redebedarf gibt, gehe ich zur nächsten Frage. Ganz konkret, was halten Sie davon, hier in Kehl auf öffentlichen Toiletten kostenlose Damenhygieneprodukte anzubieten? Grüne Karte finde ich gut, rote Karte ist nicht umsetzbar. Das zum Start. Okay. Wer möchte starten? Herr Wuttke? Ja, ich weiß gar nicht, was die Frage ist. Die Frage kann man ist machen, kann man machen, kann man an die Wand schrauben, fertig. Also okay, das ist jetzt kein Riesenaufwand. Ja. Wenn es dafür einen Bedarf gibt, muss man den anmelden und dann muss man das tun. Das Thema ist bereits mehrmals diskutiert worden in Kehl, hier zuletzt. Ich halte es für ein unterschätztes Thema, weil es nicht so viel Öffentlichkeit hat, aber mir ist bekannt von mehreren jungen Leuten, die das diskutieren schön. Und wichtig finden. Herr Britz, kurzes Statement dazu. Ja, umsetzen, ganz klar. Wenn es einen Bedarf gibt, und den gibt es den Bedarf, und den gibt es nicht nur in öffentlichen Toiletten. Ich bin auch der Meinung, das kann man ausweiten auf Schulen, überhaupt öffentliche Gebäude, dass es eine Möglichkeit gibt, da sich diese Hygieneartikel wirklich abzuholen oder mitzunehmen, ohne dass eine Scham dabei entstehen muss, dass ich mich jetzt da bediene. Nehmen Sie es gerne mit, wenn Sie gewählt werden. Nein, also jetzt gerade die Damenhygieneartikel, die werde ich dort liegen lassen für andere. Ich meinte, als Thema zum Umsetzen. Ach so, okay, Nehmen Sie das Thema mit. War ein Spaß. Gleich machen wir es vorher. Frau Bippes, noch eine anschließende Frage, auch zur Situation von jungen Frauen. Hier steht, was würden Sie präventiv dafür tun, dass sich Mädchen und Frauen nachts durch Kehl trauen? Also im Prinzip hatten wir die Frage ja vorhin schon mal zum Thema Sicherheit. Also klar, man muss mit der Polizei zusammenarbeiten, mit dem Ordnungsdienst zusammenarbeiten, man muss kommunale Kriminalprävention betreiben, man muss den Ordnungsdienst halt auch einfach auf die Straße schicken. Ja. Okay, das nehmen wir so mit, Herr Wuttke. Also, ja, ganz, nach oben. Ganz kurz, weil es geht ja jetzt wirklich auch um das Gefühl. Und ich glaube, dass, weil alle erzählen immer, wir brauchen mehr Ordnung, mehr Polizei, aber ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass wir wirklich mit den Leuten sprechen, die sich unsicher fühlen und fragen, warum fühlst du dich unsicher? Das müssen wir erstmal rausfinden. Und das ist sehr verschieden, das habe ich auf meinen Spaziergängen nämlich festgestellt, dass die sich gar nicht alle aus den gleichen Gründen unsicher fühlen. Und dann müssen wir gucken, wie können wir diesem individuellen Bedürfnis begegnen, sodass die sich wirklich einfach sicher fühlen in der Stadt. Und deswegen sind da, glaube ich, einfach auch nochmal Gespräche notwendig, um genau das rauszufinden. Weil manchmal ist es auch die Beleuchtung oder die unübersichtliche Situation oder einfach die Orientierung in der Stadt. Und das sind dann Themen, das muss man rausfinden und dann auch beheben. Herr Britz. Ja, natürlich möchte ich da auch noch was dazu beitragen, weil ich glaube wirklich, die Attraktivität der Innenstadt, wenn wir die deutlich verbessern und wieder mehr Menschen in der Stadt sind, auch abends, die aufeinander aufpassen, dann ist das wirklich die größte Situation, wo wir diese Prävention auch betreiben und das Sicherheitsgefühl stärken. Also ich fordere immer auf, dass Kehler auch ihre Plätze einfach einnehmen und da sind. Ja. Und das ist nicht nur in der Innenstadt, sondern wir haben auch andere Plätze, die als unsicher empfunden werden. Von daher Augen auf, selber mit dabei sein und vor allem nicht nach Offenburg gehen abends und ausgehen, sondern in Kehl. Attraktive Innenstadt ist da wirklich ein Thema, um wieder mehr Menschen auch zu ungünstigen Zeiten, wie es aktuell gesehen wird, in die Stadt zu bringen. Plädoyer für Kehl und für Kultur und Gastronomie. Eine kurze Frage aus der Jugendwelt, die Sie mit Karte beantworten dürfen. Ja, grün, nein, rot. Haben Sie schon einmal ein TikTok-Video gedreht? Frau Bippes, was war es für eins? Mit meinen Töchtern zusammen haben wir irgendwas getanzt. Sie haben mir vorher gezeigt, wie das geht und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Also, top. Wie wollen Sie die Kehler Jugendarbeit unterstützen? Das, letzte Frage, die wir hier mit reinnehmen, mit dem Blick auf die Uhr. Jede Person nochmal eine Minute, glaube ich, eine ganz wichtige Frage für uns. Jugendarbeit heißt, es gibt Jugendhäuser, es gibt Personen, die Angebote machen für junge Menschen, Freizeit, andere Formen der Unterstützung oder Angebote. Wie möchten Sie, Frau Bippes, das gerne unterstützen und fördern?
Das ist natürlich wichtig zu wissen, was wünscht ihr euch denn? Wo wollt ihr denn hingehen? Was ist für euch attraktiv? Das heißt, man muss ins Gespräch kommen über den Jugendgemeinderat, aber auch natürlich über den Stadtjugendring, über Plätze, wo eben Jugendliche da sind oder so eine Veranstaltung wie heute, dass man eben die Ideen sammelt und dann einfach guckt, was können wir denn, wo ist die Mehrheit? Ja, was wünscht man sich denn am meisten? Und dass man das dann als erstes gemeinsam angeht. Ja. Im Gespräch ausloten. Herr Britz, ja. Was sagen Sie? Wie geht man also, vor? Wie wir gehen wir vor? Also natürlich, Jugendgemeinderat, Beteiligung ist das wichtige Thema. Solche Formate wie hier, um überhaupt einmal zu eruieren, was ist das, was von der Jugend kommt, was ist gewünscht. Das andere wäre, dass man mit dem Jugendkoordinator, es gibt zwar Menschen, die sich um die Jugendarbeit kümmern, aber es ist nicht speziell ihre Aufgabe. Von daher bin ich für die Einführung eines reinen Jugendkoordinators, der das alles zusammenbringt. Also Zusammenarbeit zwischen Jugendgemeinderat, Gemeinderat, Organisation, Jugendhäuser. Und ein Projekt, was mir vorsteht, was ich ganz schnell umsetzen will, gerade auch in Zeiten der Pandemie, das wäre das digitale Jugendhaus, was es ja schon gibt. Da habe ich gute Beziehungen und ich habe versprochen gekriegt, wenn ich OB wäre, dann kriege ich die Technik dafür und wir können schnell aufspielen in Kehl. Und dann wäre das Ortenau kreisweit ein Pilotprojekt. Und ich glaube, gerade in Pandemiezeiten, wo Austausch wichtig ist, ein digitales Jugendhaus, das würde ganz gut angenommen und würde helfen. Aber in Abstimmung. Was ist ein digitales Jugendhaus? Ein Satz dazu? Ein digitales Jugendhaus ist, dass es verschiedene Angebote gibt, wo ich kommunikativ unterwegs sein kann. Es gibt aber auch Angebote, was ist los in der Stadt. Und es gibt jemanden, der das koordiniert und der ansprechbar ist. Herr Tolles Mutke. Projekt. Okay, Ihre Ideen für Jugendarbeit. Ja. Also viel ist schon genannt. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, was schon einige Mal an mich herangetragen wurde, was einfach ansteht, ist die Jugendhäuser, also die Orte, wo wir Jugendarbeit anbieten, in einen guten Zustand zu bringen, beziehungsweise die Orte auch gut auszuwählen. Also vielleicht die Jugendarbeit aus den Kellern rauszuholen, wo sie teilweise drin sitzen. Damit meine ich jetzt nicht hier den Jugendkeller Nepomuk, sondern tatsächlich in den Ortschaften, wo es da einfach Themen gibt, wo wir einmal an der Unterbringung arbeiten müssen. Auch, denke ich, an dem Angebot, weil nicht auf allen Ortschaften gibt es jetzt ein ausgedehntes Jugendangebot. Das ist für uns auch sehr schwer, das anzubieten mit diesem immer rumfahren, dass wir da einfach gut euch da abholen, wo ihr seid und Treffpunkte schaffen, um eben euch mitzunehmen, in die Arbeit mitzunehmen und diese Arbeit dann auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch jetzt nach der Pandemie, sich auch wieder im echten Leben halt treffen zu können, in der Freizeit treffen zu können und sich wieder austauschen zu können. Und ich hoffe, das klappt dann dieses Jahr. Okay, ich korrigiere meine Zahl von vorher mit den drei Jugendhäusern nochmal nach oben, weil das war auf den Stadtkern bezogen. Es gibt natürlich noch die Ortschaften mit Auenheim und Goldscheuer unter anderem, wo es auch Jugendzentren gibt. Das ist nur eine kleine Korrektur für mich, dass es nicht nachher heißt, er hat die Ortschaften vergessen. War mir wichtig. Die Fragen habe ich jetzt nicht alle stellen können, aber ihr habt nachher noch Gelegenheiten, bei einer Pizza die Fragen nochmal zu stellen. Macht das gerne und wir wechseln die Methode und kommen zum Glücksrad. Die Million, die man gewinnen kann, müssen Sie woanders gewinnen. Die kann man hier nicht gewinnen. Hier kann man Fragen gewinnen, die auf Schulhöfen gestellt werden. Und Herr Britz, Sie dürfen gerne gleich als erstes drehen. Es gibt nochmal die Joker-Karten hier, wobei wir schon recht viel auch gejokert haben. Mit der Joker-Karte dürfen Sie auf eine Frage auch noch antworten, die eine andere Person gezogen hat. Wir probieren es ja auch locker zu ermöglichen, wenn das schon vorher der Fall war. Aber hier eben drehen, Thema, eine Frage rausziehen vom Schulhof, also antworten, eine Minute. Ich muss sie beantworten, also ich muss taktisch vorgehen, damit ich richtig drehe, dass ich mir die richtige Frage Sie können sehe. Zeigen, wie viel Schwung Sie im Oberarm haben und einmal drehen und okay. Der Rest wird dann erklärt. Okay. So, und wir sind bei Grün Freizeit. Jetzt dürfen Sie hier, das ist beschriftet, bei Freizeit eine rausziehen. Das wäre dieser Topf hier und die uns vorlesen und beantworten. Gut verpackt. Die
Die Jugendlichen wünschen sich einen möglichst zentralen, überdachten Treffpunkt im Freien. Wo halten Sie so etwas für möglich und wo sehen Sie dabei Schwierigkeiten und wie kann man diese lösen? Einen zentralen, überdachten Treffpunkt ist ja schon am Haus der Jugend, der ist ja noch nicht öffentlich zugänglich die ganze Zeit. Also es gibt ja da dieses Backhaus, also wird ja auch genutzt. Es gab ja auch mal diverse Bauwägen, wo wir in Kehl hatten, wo man sich überdacht treffen kann. Von daher glaube ich, dass man da wieder mehr in Angriff nehmen kann. Am liebsten wäre es mir, wenn wir einen überdachten zentralen Platz an dem neuen Kulturhaus hätten, weil das ist zentral in der Stadt. Da ist ein schöner Platz dabei, der eigentlich zu wenig genutzt wird. Und wenn wir den mit Jugendlichen beleben könnten, dann wäre das für mich ein zentraler Platz. Wie das Dach dann aussieht, weiß ich nicht. Ein anderer Vorschlag wäre für mich, ich möchte eigentlich auf dem Kehler Marktplatz so eine Art großes Tipi-Zelt aufstellen über den Sommer, ja, um mal zu gucken, wie wird, es wird ja schon lange über Pagoden nachgedacht, wie kann man hier und auf so einem zentralen Platz was hinkriegen. Und auch wieder aus einer anderen Großstadt habe ich so ein Tipi gesehen. Von daher wäre das eine Idee, um auch kurzfristig schnell einen überdachten Platz hinzukriegen. War das ausreichend? Das war gut, wunderbar. Oder nicht? Landung für die Minute. Also Kulturhaus, das legen Sie aber nebendran, dass es dann nicht mehr rausgezogen wird. Wunderbar. Danke. Herr Wuttke, möchten Sie drehen? Gerne. Kriegen wir mal was bewegen. Oh. Umwelt. Gut. Da. So. Haben Sie eine Idee, wie man mehr Schülerinnen, Kehler, Bürgerinnen zum Fahrradfahren motivieren kann? Tja. Ja, also generell natürlich die Vorzüge des Fahrradfahrens vorführen. Ich bin sehr überzeugter Fahrradfahrer, von daher fahre auch das ganze Jahr durch und kann einfach nur sagen, das tut gut. Es tut gut, sich zu bewegen. Mir tut es zum Beispiel auch gerade gut, mal wieder zu stehen nach der ganzen Sitzerei. Fahrradfahren tut gut. Ich glaube, das geht. Man braucht erstmal gar nicht so die großen Maßnahmen. Natürlich hatten wir eben Stadtumbau für Fahrrad, für mehrere Verkehrsmittel, aber ich glaube, als erstes ist dieses Umbauen im Kopf, dass man zeigt, Fahrradfahren ist in der Regel in der Stadt genauso schnell oder schneller wie das Auto. Es regnet auch gar nicht so oft, wie sich die meisten Leute das denken. Und es wird einem Winter auch gar nicht so kalt, weil man sich bewegt. Also Fahrradfahren ist einfach gut, komfortabel und ich tue was für die Umwelt und für meinen Körper. Überzeugungsarbeit leisten. Und dann kommt noch der Stadtumbau und dann ist Fahrradfahren einfach noch viel besser als jede andere Bewegungsform in Kehl. Plädoyer fürs Fahrrad. Frau Pippes, Sie dürfen drehen. Und Freizeit. Das war hier, ne? Vorne beschriftet, die Gläser. Ja. Im Bereich Freizeit und Sport haben die Jugendlichen viele Wünsche, wie zum Beispiel mehr Spielplätze und eine bessere Ausstattung dieser, einen Kunstrasenplatz, ein Basketballfeld, Tore und Licht an den Bolzplätzen etc. Wie realistisch ist es, dass neben anstehenden Großprojekten wie dem Schwimmbad in diesen Bereich zeitnah Geld investiert wird? Ja, wenn das Geld auf den Bäumen wachsen würde, dann könnten wir alles realisieren, das ist klar. Leider ist es nicht da. Also ganz wichtig ist, dass man einfach sagt, was wollen wir alles? Und dann machen wir eine was kostet es alles? Und dann machen wir eine Prioritätenliste und dann fangen wir bei dem an, was die meisten am wichtigsten finden. Und wenn ich jetzt die Gespräche nehme, die ich jetzt die ganze Zeit habe, dann ist Schwimmbad das Thema. Aber deswegen ist es auch, habe ich ja vorhin auch gesagt, warum das wichtig ist. Aber natürlich brauchen wir auch Spielplätze, das ist klar. Da gibt es auch Vorschriften, wie viele Spielplätze in einem Umkreis irgendwie sein müssen. Und für mich hat das Thema Bildung und Kinderbetreuung ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen würde ich mich auch dafür einsetzen, dass es Spielplätze gibt, dass es Rasenplätze gibt, dass man irgendwo Basketball spielen kann und so weiter und so fort. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid überzeugt. Herr Britz. Ich drehe auch nicht mehr so stark, ich weiß ja, jetzt ungefähr. Ja, das genau. Hat Schwung. Weniger lang, bis ja. Wir eine Kategorie haben. Also Stadtentwicklung. Das rote Feld
Sie finden es? Bis wann gedenken Sie, das Internet in den umliegenden Kehler Ortschaften auszubauen? Also das Internet werde ich selber nicht ausbauen können, weil das gibt es oder es gibt es nicht. Es geht vermutlich eher darum, wie kommen wir mit Glasfaser voran, wie können wir da mehr Leistungen einfach hinkriegen. Ja, also im Internet selber werde ich nichts tun können. Sämtliche Projekte, die gestaltet werden, Umbaumaßnahmen, werden mit Leerrohren versehen. Es braucht die Betreiber dafür und auch da gibt es ja einen guten Weg, dass wir im Dialog sind und im Gespräch mit vielen Internetanbietern und mit Verlegern oder Betreibern von diesen Netzen. Es gibt noch ein paar weiße Flecken oder nicht ganz weiße Flecken, haben eine gute Versorgungsqualität eigentlich. Mit den 50 Mbits, glaube ich, sind wir durch. Aber natürlich muss es mehr werden und da können alle Dinge dazu, zum Teil sind es Masten, zum Teil ist es wirklich Leerrohr, Glasfaser, muss vorangehen, ist eine der wichtigsten Herausforderungen, die wir brauchen für die Zukunft, weil nur wer ein schnelles Internet hat, kann auch gute Leistungen empfangen und kann auch Leistungen rausgeben. Aber die Reihenfolge war, glaube ich, Herr Wuttke, genau, Sie machen weiter. Mobile Stadtentwicklung. Also. Boah. Wer einen Joker mal ziehen möchte, darf das auch gern tun. Oh ja, super. Tolle Frage. Viele Jugendliche verlassen nach der Schulausbildung die Stadt Kehl und kommen dann nicht mehr zurück. Wie kann man Kehl als Wohn- und Arbeitsort für junge Leute attraktiver machen? Also wir hatten es eben schon, natürlich eine attraktive Innenstadt ist ganz wichtig, also dass man sich identifiziert. Dazu gehören sicherlich auch so Leuchtturmprojekte wie das Zollhof-Projekt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir wollen gern diese Schotterfläche zwischen der Eisenbahnbrücke und der Trambrücke entwickeln. Das ist mir auch ein Herzensprojekt. Und das wird das einzige städtische Rheinufer sein zwischen Basel und Speyer. Also das wird was richtig Besonderes in Kehl sein, wo wir auch weit über die Stadtgrenzen raus mitglänzen können, wo wir einen Erlebnisraum schaffen, der ganz besonders ist für Kehl. Und ich glaube, das braucht eine Stadt. Besondere Ecken, so wie es die Landesgartenschau auch geboten hat. Und so kann das dieses Projekt auch bieten. Wir brauchen gute Ausbildung vor Ort, also den Hochschulstandort ausbauen, gute Ausbildung für die jungen Leute bieten, dass sie einfach gar nicht weggehen. Und wir brauchen, damit sie wiederkommen, gute Wohnmöglichkeiten. Also man muss, wenn man wieder zurück will, auch einfach eine Wohnung finden, wo man dann auch leben und arbeiten kann, wo man vielleicht eine Familie gründen kann, je nachdem, wie der Lebensentwurf ist. Eben, dass man sich freut, zurück nach Kehl zu kommen und auch keine Hindernisse im Weg hat, wenn man das vorhat. Großes Thema unter jungen Menschen, die gerne mal hier bleiben möchte, langfristig. Verkehr. Ja. Die Jugendlichen finden, dass an vielen Kehler Schulen zu schnell gefahren wird. Was gedenken Sie dagegen zu tun? Also meines Wissens bei den Schulen, bei denen ich jetzt schon gewesen bin, ist 30, oder? Ja, also insofern hat man, glaube ich, nicht mehr viele Möglichkeiten, da irgendwas zu tun. Oder man müsste eine Spielstraße draus machen, das wäre die Variante. Ja. Joker von Herrn Pritz. Joker. Ich muss ihn ja loswerden. Ne? Geben Sie mal hoch für die Kamera, dass man mal den Joker. Ich habe keinen Joker, ich also habe nur die Joker Grüne. Bekommen. Sie haben sie zwar angeboten, aber sie haben sie nicht verteilt. Mein Versuch. Ja, jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. Das tut mir leid, aber mal einen Joker auf, hochzuheben, ist doch Hammer. Was Schönes. Joker. Tempo 30 ist die eine Variante, aber es nutzt nichts, Schilder aufzuhängen, ist meine Meinung. Man kann das auch umbauen im öffentlichen Straßenverkehr, wenn es wirklich zwingend notwendig ist. Ich erinnere mich an den schweren Unfall am Einstein-Gymnasium, wo eine Schülerin umgefahren wurde, die heute noch, die ist zwar älter wie ihr, aber die immer noch heute mit Krücken laufen muss. Und ich denke, es ist die Kontrolle und da kommen wir wieder zu dem Thema Polizei, Prävention und auch wirklich Maßnahmen ergreifen. Also es nutzt nichts, wenn wir nur ein Schild aufstellen. Von daher wäre es mir wichtig, dass man es dann auch kontrolliert. Egal mit welchen Maßnahmen, ob das Landespolizei, städtische Polizei oder nicht städtische Polizei, sondern Radarblitzfallen, wie es zum Teil auch schon hinten
am hinteren Eingang übers Hallenbad praktisch praktiziert wird, weil da viele Fahrradfahrer und so weiter unterwegs sind. Also da kann man Augenmerk drauf legen und kann da auch wirklich mehr tun. Okay. Herr Wuttke, ich muss es selbst gucken, wer jetzt dran war. Ich würde sagen, das macht Herr Wuttke weiter. Jetzt hat Herr Britz eben gesprochen. Dann haben wir den Flow in der Runde. Ich glaube, Sie wäre eh dran, oder? Mobilität. Wieder Mobilität. Mobilität, gelb. Na? Ist nicht dabei. Das ist Verkehr. Das war ein Joker, gibt's nicht. Ja. Ach, hier. Mobilität, gut. Ja. Ja. So, viele Jugendliche sind auf den Kehler Busverkehr angewiesen. Sie beklagen lange Wartezeiten und zu wenige und zu lange Fahrzeiten. Wie kann man den ÖPNV für die Kehler Schülerinnen optimieren? Ja, ganz klar, der muss optimiert werden und zwar nicht nur für die Schülerinnen, aber auch für die Schülerinnen. Dazu muss man verstehen, wir haben ja hier den Stadtbus eingeführt und haben uns fest vorgenommen, nach einem Jahr gucken wir dann mal, wo sitzen viele Leute drin, wo sitzen wenig Leute drin, wo brauchen wir mehr Busse, wo weniger. Und dann kam Corona. Dann waren die Busse ganz leer und dann haben wir überlegt, was tun wir jetzt? Also leere Busse zählen, dann können wir alle abschaffen. Und wir haben gesagt, wir lassen die jetzt so weiterfahren, wie die fahren, weil wir die Leute an Busfahren gewöhnen wollen. Die, die noch fahren wollen, sollen auch können. Sobald wir endlich aus dieser Krise raus sind, können wir dann zählen. Und dann gucken wir wirklich, wo sitzen viele Leute in den Bussen, wo werden die Busse gebraucht. Da können wir die Linien verstärken. Und da, wo die Busse leer sind, können wir dann auch weniger Busse oder gar keinen Bus mehr fahren lassen. Wir haben Probleme, dass zu große Busse sich durch zu kleine Straßen zwängen, dass wir sagen, wir setzen da kleinere Busse ein. Also dieses ganze Bussystem wirklich optimieren, ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch bald kommt, jetzt nach der Wahl. Ich bin einfach da Optimist. Ich glaube, Corona haben wir bald hinter uns, so wie es jetzt läuft. Und dann wird es einfach auch für die Schülerinnen und Schüler viel besser mit dem Bussystem. Vielen Dank. Dann macht Frau Herr Britz ist dran. Gut. Bitte. Ladies first. Einmal die nächste Runde. Zu schwungvoll. Mobilität nehmen wir auch. Rot. Das war das da, ne? Ja. Den Jugendlichen ist einerseits aufgefallen, dass die Kehler Straßen in einem schlechten Zustand sind. Gleichzeitig gibt es ihrer Meinung nach zu wenig Radwege. Wenn sie sich entscheiden müssten, würden sie zuerst in die Radwege oder in die Straßen investieren. Und warum? Also ich würde sagen, man sollte das beides gleichzeitig angehen, weil es eben auch ein Sicherheitsaspekt ist. Wenn sie irgendwie ein Schlagloch haben und sie fahren da mit ihrem Fahrrad rein, ist es natürlich gefährlich. Aber es ist auch gefährlich, wenn sie mit dem Auto da durchfahren. Wobei klar, für den Fahrradfahrer ist es grundsätzlich gefährlicher. Aber eigentlich müsste man einen Plan machen, gucken, wo sind die Löcher und wo fangen wir an und dann muss es von vorne bis hinten umgesetzt werden. Ja. Gut, spannend. Herr Britz, jetzt. Ich gucke, dass ich was anderes kriege wie Mobilität. Das haben wir jetzt zweimal, oder? Ich drehe ein bisschen stärker. Aber es wird Mobilität rauskommen. Freizeit. Wir können auf Schule gehen vielleicht, einfach ganz... Ach nö, jetzt habe ich gedreht, Freizeit, ich mag drehen, dann nehme ich auch das, was ich kriege. Das, oder? Also, es war so im Graubereich, aber Freizeit, gut, dabei bleiben wir. Freitag, Mittag Schule zu nehmen, ist nicht gut. Sportliche Aktivitäten sind bei Kehler Jugendlichen sehr beliebt. Sie wünschen sich zum Beispiel Tore an den Bolzplätzen, einen Kunstrasenplatz oder die Erweiterung der Renovierung des Skaterplatzes. Welche Strategie wollen Sie anwenden, damit nicht einzelne Sportarten bevorzugt und die Sportangebote allgemein ausgebaut werden können? Meiner Meinung nach gibt es einige Plätze, die zum Beispiel der Bolzplatz am Kronenhof, der ist eigentlich mit Toren und so weiter gut ausgebaut, aber die Dornenhecken stören dahinter, weil man da immer den Ball rausholen muss. Von daher sind da Maßnahmen sicher notwendig, dass es dann auch attraktiv ist, statt zu spielen oder Fußball zu spielen. Basketballplätze haben wir am Einstein und an den anderen Schulen, also nebendran an der Tula schon. Wir haben zwei rote Plätze, also einen Hartplatz haben wir da.
Die Skateranlage ist einzigartig, glaube ich, im Moment noch. Vielleicht ist die Möglichkeit, die zu erweitern. Da braucht es den Auftrag vom Jugendgemeinderat, was wird benötigt, um das zu erweitern. Und das wäre so ein Projekt, wo ich sage, wenn ein Jugendgemeinderat das als am Anfang festlegt, sofort in die Umsetzung gehen und gucken, dass die das auch in ihrer Zeit noch abschließen können. Andere Sportangebote, es sollte auch mal einen Trickingplatz geben, neben diesem Workoutplatz. Der wurde auch vom Jugendgemeinderat mit initiiert, also mit Bodentrampolin und so weiter, und ich glaube, da hinten könnte man noch viel mehr machen. Also von daher wäre das so die Geschichte, wo ich sagen würde, der Gemeinderat muss ein gewisses Budget einstellen, über das der Jugendgemeinderat verfügen kann, und das darf nicht in geringen Beträgen sein, sondern es muss für die Umsetzbarkeit eines Projektes gehen. Das von vorne weg einstellen in den Haushalt, damit der Jugendgemeinderat dann wirklich so ein Projekt, egal ob es Bolzplatz ist oder was anderes ist, können andere Projekte sein, um die Freizeitmöglichkeiten zu verbessern. Dafür werde ich mich einsetzen, wie ich es jetzt schon immer mache. Gerne auch Applaus. Danke. Nicht verboten, wenn ihr da Zuspruch habt. Endlich mal Applaus. Zwei Hände abgeklatscht, Herr Pritzer. Also. Für den Applaudierenden das zweite Stück Pizza. Gut. Wir machen jetzt einen Punkt mit dem Glücksrad und kommen jetzt in die Abschlussrunde. Ich würde das gerne zweiteilen. Und zwar zuerst bekommt jeder von Ihnen noch eine Minute Zeit von mir, um sein Herzensthema zu besprechen. Sie suchen sich aus, was nicht besprochen wurde bisher, was Ihnen besonders wichtig wäre. Und dann machen wir noch einen kleinen Rückblick mit Ausschau. Frau Pippes, Sie fangen an. Eine Minute für ein Thema, für das Sie brennen, was Ihnen besonders wichtig ist, nochmal vorzustellen. Ich habe eigentlich zwei Themen, die mir besonders wichtig sind. Das eine Thema ist, ich würde gerne hier Startups installieren. Und das zweite Thema ist das Thema Betreuung. Also ich würde gerne die Kindergartenplätze so schnell wie möglich ausbauen. Ich würde gerne die Ganztagsbetreuung, die flexible Ganztagsbetreuung an den Grundschulen ausbauen, weil das für mich eben wichtig ist, dass die Eltern sich darauf verlassen können und eben auch arbeiten gehen können, wenn sie das wollen und die Kinder versorgt sind. Und das dritte wichtige Thema ist, ein Team in der Verwaltung zu bilden. Ein gutes. In der Kürze liegt die Würze. Ja. Wunderbar. Weniger als eine Minute gebraucht. Ja. Auch sehr gut. Herr Wuttke, Sie dürfen Ihr Herzensthema uns vorstellen. Ja. Also mein Herzensthema ist, dass wir in der Verwaltung einfach eine sehr gute Stimmung haben, also einfach ein guter Arbeitgeber sind. Das heißt nicht, dass alle überall eitel sind und sich alle nur streicheln. Das heißt einfach, dass wir vernünftig zusammenarbeiten. Und das liegt mir sehr am Herzen. Das habe ich schon mitgebracht vor 2,5 Jahren. Das ist auch mit ein Grund, warum ich gerne OB werden möchte, damit ich da eben die Richtung vorgeben kann, dass wir dann moderne Arbeitgeber sind, dass wir den Leuten, die bei uns arbeiten, einen guten Arbeitsplatz bieten, damit die nämlich allen Bürgern einen guten Service bieten, dass sie sich wirklich als Dienstleister gegenüber allen Bürgern, also auch euch, verstehen und einfach schnell auf eure Anforderungen reagieren können und die umsetzen können und euch beraten können, wenn was nicht sofort geht und einfach ein gutes Miteinander herrscht. Das ist von mir ein Herzensthema, was ich gerne angehen möchte. Punkt Landung. Herr Britz, Ihre Minute für Ihr Thema. Ja, mein Herzensprojekt ist, dass wirklich mein Motto auch Realität wird, dass wir gemeinsam füreinander die Zukunft gestalten. Und wir haben im Moment die politisch Handelnden, das sind ja die, wo im Gemeinderat oder im Jugendgemeinderat tätig sind, die haben eine große Verantwortung für die Zukunft, eben auch für euch und auch für die nachfolgenden Generationen. Von daher wäre es mir ein Herzenswunsch, dass wir unsere Politik dahingehend verändern, dass wir nachhaltig auch für die nächsten Generationen noch etwas aufheben, was sie dann nutzen können. Ich denke zum Beispiel gerade in Bereichen wie Boden darüber nach, wie können wir das mit Erbaupacht, also dass es wieder zurückfällt an die Stadt, damit die anderen Generationen dann auch wieder etwas haben, worüber sie bestimmen können. Das ist mir ein Herzensangelegenheit. Und ansonsten mein Motto, gemeinsam füreinander, weniger Egoismus und mehr das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, in allen Bereichen. Zuspruch hier aus der Crowd. Ich habe nur ein Stück Pizza abzugeben, ja, also das hat sie schon bekommen. Und wir machen noch zum Schluss, bevor wir die Runde hier schließen werden, noch einmal 3 Punkte von jedem, wenn Sie jetzt 8 Jahre nach vorne schauen, 2030, Sie werden für 8 Jahre gewählt, das ist die Zeit eines Bürgermeisters, einer Bürgermeisterin.
Welche drei Sachen sehen Sie mit großer Freude rückblickend nach 8 Jahren, die sich in Kehl zum Positiven entwickelt haben? Herr Wuttke, Ihre 3 Punkte. Ja. Stichworte, keine großen Sätze. Also, Zollhof, attraktives Viertel am Rhein. Die beste Schullandschaft in der ganzen Ortenau. Und eine leistungsfähige Verwaltung, die eure Wünsche schnell umsetzt und direkt auf euch reagiert und auf das, was der Jugendgemeinderat plant. Frau Bippes, 3 Punkte, Rückblick 8 Jahre. Ein Schwimmbad. Digitalisierung der Schule, also Tablets und Computer und Tafeln, alles digitalisiert. Und eine attraktive Innenstadt wünsche ich mir. Ja, hoffe, dass ich das hinkriege. Ja. Mein Herz schlägt höher. Ja. Herr Britz, 3 Punkte von Ihnen. Ein Punkt wäre für mich, dass nach 8 Jahren die Bürgerschaft sagt, hätten wir ihm nicht zugetraut, hat er wirklich klasse hingekriegt. Ja? Und zwar in allen Bereichen das Miteinander zu stärken. Ein Schwimmbad selbstverständlich, eine attraktive Innenstadt selbstverständlich und viel mehr Bürgerdialoge, dass die Realität sind und Umsetzungen immer direkt mit dem Bürger besprochen werden und der Gemeinderat am Schluss entscheiden kann und weiß, die Bürgerschaft steht hinter ihm. Vielen Dank, das waren die Schlussworte der Kandidatenrunde. Ich darf Danke sagen zuerst an euch, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch interessiert für Bürgermeisterwahlen, dass ihr per WhatsApp Fragen geschickt habt und hier dabei wart. Ich sage Danke an Sie drei. Es sind eigentlich 4 Personen, die auf dem Wahlzettel nachher stehen werden. Frau Hildebrandt hat ihren Rücktritt aus dem Wahlkampf erklärt. Sie ist auf dem Wahlzettel, aber heute nicht dabei, weil sie auch nicht mehr eine Wahl annehmen würde. Danke an Sie drei für Ihr Engagement für die Stadt. Wir haben große Hoffnungen. Jeder seine Hoffnungen in seinen Bereichen, die ihm wichtig sind, dass Sie, wenn Sie gewählt sind, viel nach vorne bringen. Ich sage Danke an den Stadtjugendring für das Organisieren des Events. Das ist ein tolles Event für Kehl und ein wichtiges Event. Ihr habt viel schon im Vorfeld gemacht, Schulhöfe vorbereitet, mich eingeladen. Vielen Dank dafür. Und ich übergebe an Marco mit dem Hinweis, ab 16 dürft ihr wählen und auch EU-Bürger dürfen bei kommunalen Wahlen wählen, die hier wohnen. Macht davon Gebrauch und ja, unterstützt Kehl im Vorankommen. Vielen Dank. So. Glückwunsch. Wirklich Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ich hoffe, ihr konntet für euch einen passenden Kandidaten oder Kandidatin finden. Ich möchte mich an dieser Stelle noch ganz kurz bei allen Menschen bedanken, die mit der Jugendarbeit zu tun haben. Das ist die offene Kinder- und Jugendarbeit, das Jutzer Haus der Jugend, aber auch die Ortschaften. Dann die Schulsozialarbeit. Ihr habt uns gesehen, wir waren auf den Schulhöfen, haben eure Fragen gesammelt. Der Jugendgemeinderat kriegt ein großes Dankeschön von uns. Natürlich alle anderen Helferinnen vom Stadtjugendring. Felix, du hast das toll gemacht. Auch an die 3 Kandidatinnen. Vielen Dank fürs Kommen. Es gibt nur noch eins zu sagen. Also es gibt genug Pizza. Ihr braucht nicht zu eskalieren. Also rennt jetzt bitte nicht alle chaotisch raus. Wir haben genügend Getränke und genügend Pizza für euch. Lasst euch Zeit, zieht eure Sachen gemütlich an. Ihr kriegt vorne draußen, kriegt ihr ein paar Märkchen, die könnt ihr dann draußen einlösen. Und zum Schluss, ihr habt jetzt 2 Stunden gesessen, machen wir noch eine kleine Lockerungsübung. Ich weiß nicht, ob ihr das drauf habt, das ist ein bisschen schwierig. Ihr nehmt eure rechte Hand im Winkel, so, vor euch. Ich weiß nicht, kriegt ihr das noch hin? Linke Hand im Winkel. Ja, so. 90 Grad. Checkt ihr das? Und jetzt fest zuschlagen. Euer Applaus. Vielen Dank fürs Kommen.